Schon sehr lange nicht mehr aufgenommen auf die Kamera gesehen oder so. Das ist auch wieder ein bisschen neu für mich. Du fordert dafür mega viel. Ja. Aber das ist aber, glaube ich, das Ding so, ab dem, als ich aufgehört habe, ist wie so, habe ich wirklich mal den Abstand wollen und dann habe ich den Abstand bekommen und dann gemerkt so, habe ich den Abstand wirklich wollen. Weißt du, was ich meine? Nachdem du es anfangen hast vermissen, sozusagen. Ja, voll. Aber ja, das ist jetzt wieder am Kommen und das ist gut. Und was ist am Kommen? Also einfach so, jetzt bin ich mich ein bisschen intensiver wieder darum am Kümmern, wieder etwas zu machen, Projekte wieder in den Weg zu leiten und so. Ja. Yeah. Und das macht auch wieder Spass. Ich habe wirklich die Zeit gebraucht, um ein bisschen wegzukommen vom Ganzen. Vor allem von Social Media, das ist etwas, was dich sehr auffrisst. Yeah. Du bist irgendwann so fett drin, dass wenn du rausgehst, hast du wie ein Zug. Es ist ja für das konzipiert. Ja, also du bist nachher wirklich wie so ein Drogenabhängiger, so irgendwo in einem Seitengässchen findest du dich wieder so und weißt nicht, wie du da gekommen bist. Und dann denkst du, fuck, ja, es wird Zeit aufzuhören. Das Schlimme an Social Media ist, dass es ja, für uns sind es ja zwei Sachen. Es ist einerseits das Aktive, Sachen posten und das irgendwie kontrollieren und schauen und planen und dann eben schauen, wie es läuft, da. Aber der fast schlimme Teil ist ja noch der passive Teil. Dass eben, wenn du das machst, dass du dann noch die ganze Zeit in dem Strudel bist von ich schaue noch alle anderen Posts an und irgendwie ich gehe noch auf Reels und so weiter und so fort. Ja. Und irgendwann haben sie mal behauptet, man weiß ja nichts über Social Media. Es gibt mittlerweile Agenturen und alles, aber eigentlich weiß ich ja nichts darüber. Und dann haben sie irgendwann behauptet, du musst Engagement haben, 20 Minuten bevor du postest und 20 Minuten nachdem du postest. Also du musst irgendwie Sachen anschauen und liken und kommentieren, weil das würde sich gut für die Algorithmus auswirken. Und irgendwann habe ich gedacht, wahrscheinlich hat irgendjemand bei Instagram oder bei TikTok hat das einfach behauptet. Ja. Oder einmal selber, weißt du, einen guten Post gemacht und so, was habe ich vorher gemacht? Ah, ich habe vorher 20 Minuten lang Hundevideos angeschaut. Und du dann das so irgendwie wieder gefügig machen, sage ich mal. Also weißt du, das in Social Media, es gibt immer so die Formel. Also ich arbeite jetzt im Moment selber auch so Teilzeit in einer Agentur, wo man auch so Konzepte schreibt für andere Firmen, weißt du, so gerade TikTok vor allem. Und dann merke ich schon manchmal auch, ich erzähle denen etwas, wo ich das Gefühl habe, es stimmt, wo ich selber probiere und irgendwie so ein bisschen funktioniert und so. Aber wenn du dann überlegst, so, hey, vor zwei Monaten ist die Formel ganz etwas anderes gewesen. Weißt du, es ist nicht so mathematisch, so, okay, du hast jetzt A Quadrat plus B Quadrat, das ist C Quadrat und das funktioniert immer. Yeah. Das ist ja seit Pythagoras oder was weiß ich. Und die TikTok-Agenturen, wie ich mich jetzt auch drin befinde, ist immer so, alle zwei Monate kommt eine neue Formel. Hey, vergiss das, was ich vor zwei Monaten gesagt habe. Vergiss das einfach. Jetzt funktioniert es so. Und es ist halt, einerseits ist es halt so, weil es sich sehr schnell entwickelt. Ich meine, Social Media ist ständig. Wenn du heute auf etwas schaust und morgen das Gleiche suchst, dann sind 10 Millionen neue Trends irgendwie draussen. Aber andersrum verwünschst du dich jedes Mal, dass du immer so den Experten spielst. Aber in zwei Monaten sieht alles ganz anders aus und dann bist du wieder wie so am Anfang. Und die Leute, die dann neu reinkommen, sind schon fast mehr Experten als du, weil sie sich voll in dem befinden. Yeah, und das ist so ein bisschen das, was mich mega gestört hat bei Social Media, dass jeder, der seit einer Woche drauf ist, plötzlich ein Experte ist, weißt du? Wenn es funktioniert, dann kannst du dich wahrscheinlich so nennen. Also das ist ja jetzt der Punkt, oder? Ja. Es ist bei vielen Sachen, wo ich mich frage, weißt, wenn ist man Experte, oder? Nee. Vor allem, wenn es nicht irgendwie ein Studium gibt dazu. Und auch dort denke ich dann so. Dort bin ich jetzt ich habe BWL studiert vor zig Jahren. Ja. Yeah. Bin ich jetzt ein Experte? Also weißt du, was bringt mir der Bachelor Degree? Du, so, du hast ein Abzeichen, du hast den Bachelor. Ja, so. Aber in was bist du Experte schon? Und jetzt irgendetwas müsstest du nennen. Aber ich tue mir ein bisschen fernhalten von dem Wort. Mhm. So. Aber ich bin sicher ein Comedy-Nerd. Ja.
Also ich weiß auch viel über die Geschichte und ich kenne so gut wie jedes Bit in irgendeiner Art und Weise. Ja. Zum Teil auswendig und kann sagen, das ist dann von dem gesehen und das ist dann von der gesehen und so. Das wäre geil mal für Wetten, das. Das bringt einfach so nicht. Ja, nein, aber, bringt, bei aber, Wetten, das hat noch nie etwas gebracht. Das stimmt. Irgendwie mit dem Bagger. Es ist unterhaltig schlussendlich. Die geilste, die ich jemals gesehen habe, ist, wo irgendeine Shaolin sich mit einem WC-Pümpel hat er sich auf sein Bauch irgendwie hat er ein Vakuum kreiert und dann hat er so die Muskeln anspannen. Ich weiß nicht, ob man das dann überhaupt muss. Aber es hat einfach gut ausgesehen. Und dann hat er sich am Helikopter, hat er sich irgendwie, weiß nicht wie viel, 100 Meter ziehen lassen. Ja. Aber das ist schon krass. Eben, das ist spektakular. Das hat er gesehen. Und wahrscheinlich, weißt du, denkst du immer so, wie ist es zu dieser Wette gekommen? Ja. Wahrscheinlich hat er irgendwie angerufen und gesagt, ich bin Shaolin-Mönch und irgendwie, ich kann vielleicht ich kann Muskeln anspannen und danach muss ich ja irgendwie zu dem kommen, dass es dann spektakular ist, oder? Es gibt einen riesen Bluterguss. Kennst du die Massagen, wo so kleine... Schröpfe? Ja, Schröpfe. Yeah. Das ist doch genau das Gleiche. Ja. Yeah. Wenn der Heli wieder runter ist, hat er da einen riesen Bluterguss. Bei der UFC sehe ich das immer. Ja. Da kommen so Fighters und dann haben sie den ganzen Rücken haben sie voll von so Punkten. Ja. Weißt du, was das bringt? Irgendwie, es tut die Blutzirkulation verbessern. Ja. Siehst du, dann bin ich kein Experte. Ja. Ich habe es das erste Mal dort bei Michael Phelps gesehen, wo er so viel gewonnen hat. Ah, ja. Ich glaube, seitdem ist es voll in. Der Pünktchen vom Rücken. Ja, aber dort, gell, das ist ja so etwas Sport, vor allem Spitzensport, da habe ich das Gefühl, alle halbe Jahr ist etwas Neues. Ja. Die Regeln. So, jetzt musst du das machen, oder? Und irgendwie Cardio ist gar nicht so wichtig wie irgendwie das und das. Und in jeder Sportart wird sich das dann auch weiterentwickeln. Und ja, aber das zeigt sich nachher ja auch, weißt du, es ist ja wie so, du machst etwas, ich meine nur so Atemtechnik haben sich ja auch immer weiterentwickelt. Mhm. Und das zeigt sich aber nachher zum Beispiel, ich weiß auch nicht, in der Kondition, ich meine Marathonläufer oder was es alles gibt, ich bin voll kein Experte, Experte wieder. aber das zeigt sich mega, weißt du, die Zeiten werden ja immer mehr und plötzlich ist der Weltrekord nicht irgendwie 1:50, sondern 1:30 oder was weiß ich. Und dort kannst du ja wirklich nachweisen, okay, die Atemübung trägt dazu bei, dass die Lunge, ich weiß auch nicht, grösser ist oder mehr Sauerstoff kann aufnehmen. Ja. Yeah. Und das, was wir vorher gesagt haben bei Social Media, ist ja nicht wirklich so, weißt du. Es gibt keine Formel für Viralität zum Beispiel. Ja. Yeah. Du kannst zwar Punkte abschreiben, okay, es muss sozialkritisch sein, es muss aktuelle Themen beinhalten, es muss dies und das und Trends mitverfolgen. Aber wenn es die Leute nicht anschauen, dann schauen die Leute einfach nicht an, weißt du? Dann kannst du nur so sagen, so, hey, aber habt ihr gesehen, ich habe ein paar sozialkritisch etwas drin und aber wenn es die Leute nicht sehen wollen, weil es nicht spannend oder unterhaltend ist, dann kannst du machen, was du willst. Und im Sport kannst du das nicht, weißt du? Yeah. Wenn du im Sport voll trainierst, dann bist du gut. Dann ist scheißegal, ob die Leute zuschauen oder nicht. Ja, ja. Dann hast du die Zeit. Sport ist, glaube ich, viel binärer. Nämlich eben in vielen Sachen ist Leistung einfach entscheidend. Also ich habe mal den Benny Huckel zu Gast in diesem Pod und er hat dann gesagt... Der Experte. Ja, er weiß viel über Fußball. Ja. So. Eben, ich sage, er ist der Experte, den wir haben. Und er hat halt gesagt, dass zum Beispiel im Fußball wirst du ein unglaubliches Talent wirst du nicht verpassen. Mhm. Also es ist im heutigen Fußball nicht möglich, dass wenn jemand will, schafft und das unglaubliche Talent ist, die Person wird gefunden und wird dann durch die ganze Maschinerie gedreht. So. Ich habe es nicht genau so gesagt, aber das ist das, was ich noch in Erinnerung habe. Und zum Beispiel eben Comedy, Musik, künstlerische Sachen. Und ich sehe Social Media als etwas anderes. Dort bist du abhängig von anderen Menschen, die gemeinsam müssen entscheiden, das finde ich toll. Ja. Oder? Und darum hast du dann dort zum Teil nicht das Beste, wo auch am erfolgreichsten ist. Sondern es sind eben viel mehr Faktoren irgendwie davon abhängig. Ja. Also ich meine, auch in der Musik irgendwie, die besten Musiker sind oft nicht die erfolgreichsten, weil sie sehen vielleicht nicht so aus, wie sie sollten aussehen und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Gründe, denn, warum es nicht so ist. Ja. Wie ist denn in der Comedy? Ich meine, in der Comedy ist ja auch, oder sagen wir mal Stand-Up-Comedy, fangst du so mit Open Mics an. Ja. Yeah. Also du gehst ausprobieren und dann merkst du, oh, das kommt ja an. Mhm. Komm, ich schreibe mal ein bisschen längeres Zeug oder gar mehr so Open Mics. Ist es dann auch so, dass wenn du wirklich gut bist und der Zeitgeist triffst,
dass du dann immer wieder hochkommst? Oder ist das eher so ein der Drang? Und du meldest dich nochmal an einer Show an und versuchst das? Sicher auch da. Das ist sicher auch da. Mm. Aber ich merke selber, wenn ich bei Open Mics bin, ich sehe dann zum Teil schon bei Leuten Potenzial. Ja. Und das ist das Einzige, was ich dann in meinem Kopf notiere. So, ah, Potenzial. Mm. Aber das geht dann gleich noch ein Jahr, zwei, bis ich die Leute zwei, drei Mal wieder gesehen habe und finde, ah, hat sich verbessert und irgendwie bist du immer noch dran, weil es geht nicht von heute auf morgen, im Normalfall, oder? Ja. Bist du so ein bisschen Talent Scout? Also unterstützt du dann auch Leute, wo du denkst, so, oh, der macht es recht gut, aber der weiß jetzt nicht. Weil ich habe den Podcast mit Philipp Wiederkehr gehört. Mhm. Und das finde ich hure geil, dass eigentlich nach dem Podcast er dann Schluss gefasst hat, mal, ich mache jetzt eine Solo-Tour, oder? Ja. Oder eigene abendfüllende Show. Absolut. Und das finde ich hure inspirierend, also richtig da noch Respekt an dich, dass du so wie so dazu inspirierst, das zu machen. Ja, und bei Philipp habe ich dann sogar Regie gemacht. Ja, ich weiß. Und ja, ich habe ihn gedacht jetzt gerade, und zum Beispiel der Cenk ist so einen gesehen. Der Cenk habe ich bis zum zweiten Auftritt gesehen. Mhm. Und dort habe ich einfach, ja, ihn habe ich unbedingt wollen fördern, klingt so blöd, aber ich habe unbedingt wollen, dass er in der Comedy-Szene irgendwie keinen Fuss fassen kann. Fördern klingt so, als wärst du Victor Jacobo. Drum, ich finde Fördern schwierig, aber ich bin sicher nicht einer, wo sich dem verschließt. So. Nee. Ich find, jeder Mensch, der irgendwie Comedy will machen, soll es machen. Und wenn mir jemand eine Mail schreibt, wegen etwas, dann beantwortet es auch immer. Oder Instagram oder was weiß ich. Aber oft ist es Leute, die noch nie auf der Bühne gesehen sind und sich so überlegen. Und dort kannst du dann wie nicht viel machen, dort kannst du nur sagen, eben gegangen an Open Mic. Ja. Du hast so viel mehr Informationen, du kannst 100 Comedians schreiben, aber wenn du einmal auftreten bist, hast du so viel mehr Informationen, wie sich das alles zu überlegen. Und das Gleiche ist dann auch mit dem Material. Also weißt du, jetzt irgendwie, kürzlich hat jemand geschrieben, wie kann ich Material erarbeiten, oder? Mhm. Spiel einfach. Spiel. Du wirst es von allein merken. Und das ist so ein bisschen. Ich probiere den Leuten dort zu helfen, dass sie das wie annehmen, im Sinne von, okay, so funktioniert es. Nämlich einfach so oft wie möglich zu spielen, sich hinterfragen, das Zeug irgendwie aufzunehmen, nachher zu hören. Mm. Weil du bist so im Film, wenn du auf der Bühne bist, du weißt gar nicht nachher, was funktioniert hat, was nicht. Absolut. Du hast so ein Grundgefühl, aber das kann dich auch täuschen. Also weißt, merke ich jetzt noch. Ich gehe irgendwann spielen und denke, oh, geil gesehen. Und dann fahre ich heim und los den Auftritt und bin so, da sind sie gar nicht so fest gekommen, wie ich gemeint habe. Und da ist es nicht so stark gesehen und so. Aber das ist aber einfach die Analyse nach dem Spiel. Ich meine, das geile Gefühl, das du hast, das ist trotzdem sehr viel wert. Weißt? Mega, wenn du mega von der Bühne kommst und denkst so, oh, heute hatte ich einen richtig geilen Tag gehabt, Publikum hat gut mitgemacht. Alles andere ist ja wirklich nur so noch Details anpassen. Für ja, aber spannend ist schon zu sehen, wie, ich will jetzt niemanden irgendwie bloßstellen. Also wie ich zum Beispiel in Berlin an einer offenen Bühne bin und einer kommt und zuerst sich über alle anderen lustig macht, die schon am Auftreten sind und sagt, boah, ist das schlecht, oh mein Gott, und zeugsten Sachen. Gibt's das, so Bashing untereinander? Ja, eben, jetzt in Berlin ist es so gesehen. Mhm. Und danach tritt der auf. Und das ist wirklich die grösste Grütze, die ich jemals gesehen habe. Yeah. Und der kommt dann von der Bühne und sagt, boah, ist das geil gewesen. Und dort merkst du einfach, das ist so das DSDS-Phänomen, oder? Also einfach so eine verschobene Wahrnehmung, dass einfach, du findest alles andere scheiße, du hast das Gefühl, du selber bist mega geil gewesen. Das wird nicht funktionieren. Mm. So. Und dann sehe ich Killer, wo absolut heftigen Auftritt angelegt haben und nachher kommen sie von der Bühne und sagen, ja, dort und das und so. Ich glaube schon, dass der Drang, immer besser wollen zu sein, einem hilft. Und nicht so eine Selbstgefälligkeit von, ich bin am Besten. Ich bin oder die Beste. Ja. Aber ist nicht das Gefühl, das geile Gefühl, das man hat, das treibt einem ja dazu, nochmal auf die Bühne, nochmal das zu machen. Und wenn du das dann irgendwie spürst, dann ist es... Ich hab das Gefühl, das Gefühl kann einem sehr schnell verloren. Mhm. Aber die Liebe zur Sache behaltet einem dann dabei. Nein. So. Also darum, es ist meiner Meinung nach, ich habe selten das Gefühl, wow, ist das geil gewesen.
Ja. Das ist jetzt aber auch, weil ich es schon ein paar Jahre mache, weißt irgendwie. Ja, 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 ja. Es ist immer noch der tollste Job auf Erden und ich liebe es über alles, aber ich habe selten den Moment von irgendwie Magie. Weil halt eben die Levels höher sind und irgendwie der Einsatz ist doch das auch höher. Ja. Und ich habe mal eine Doku gesehen vom Robbie Williams, wo er wirklich auf seinem absoluten Peak war und wo er nur so Arenen gespielt hat. Und irgendwie beim 20. Auftritt oder so, kommt er von der Bühne und sagt, wow, heute ist geil gewesen. Mhm. Heute ist wirklich Magie, das Publikum und ich, wir sind eins gewesen und solche Sachen. Und ich denke so, du hast 19 Mal vor irgendwie 40.000 bis 80.000 Leuten gespielt, pro Show, und du hast das nie gefühlt. Und ich konnte das nicht verstehen. Ja, ja. Und jetzt, wo ich selber nicht so Publikum habe, aber einfach schon länger dabei bin, merke ein bisschen, was er dort gemeint hat. Ja. Weil es ist dann halt gleich. Du hast 3-4 in der Woche und du machst das immer wieder. Und das spürst auch nur du selber. Also das kann niemand anderer von außen dir sagen, so mal heute ist schon geil gewesen. Sondern du spürst es als Einziger, ob es gut ist. Und es kann super weird sein, weil es kann auch wirklich persönliche Verfassung sein. Mhm. Also weißt du, es kann objektiv kann es so eine oben sein und du selber bist irgendwie nicht ganz dort gesehen. Keine Ahnung, weißt du? Ja. Aber es klingt jetzt negativ, als ich es meine. Nein, ich weiß schon, was du meinst, ja. Aber es ist ja so, du in dem Sinn musst es für dich spüren. Ah, heute ist es brutal gewesen, ich habe irgendetwas gespürt. Ja. Und das kannst du wahrscheinlich nicht einmal erklären, oder? Du kannst nicht sagen, und heute ist irgendwie so, sie haben mir gelacht oder was weiß ich. Das ist einfach etwas anderes, wo du so eine Connection spürst. Ja, und das Schlimme ist, du kannst es auch nicht erzwingen. Ja, ja. Also weißt du, ich habe so zwei, drei Mal habe ich so gefunden. Heute, weißt du, jetzt, und das spüren die Leute aber auch wieder. Also weißt du, es ist dann irgendwie, du willst den Witz fest reissen, oder? Und das muss sich wie so zusammen ergeben, oder? Ja. Wir haben einmal eine Anfrage gehabt, wir haben ja eigentlich fast nur Social Media Videos gemacht, yeah. Also weißt du, auf der Bühne selber. Nein, haben wir wirklich nichts gemacht. Und dann haben wir von irgendeiner Studentenparty haben wir so eine Anfrage gehabt, so hey, würde ich gerne hosten, die Party und so. Und für uns so das Wort hosten ist gewesen, du bist als Gastgeber dort, begrüßt die Leute, dies und das. Aber so Host als Part ist einfach, sie wollen deinen Namen und deine Reach. Okay, ist uns im Nachhinein klar geworden. Gut, wir sind dann zusammengehockt, so einen 10-minütigen Stand-up geschrieben, weißt du, so mit Hin und Her, Dialog und fast so ein bisschen Spielen und Theater. Und dann sind wir dort angekommen, etwa am 8. Wir haben die Location angeschaut, wir sagten, oh, geil, gut, wir würden dann den Auftritt machen. Und sie so, also, was für ein Auftritt? Wir so, ja, wir haben einen Auftritt vorbereitet, okay, ist gut. Ja, 9 geworden, 10, so, es hat sehr wenig Leute gehabt. Wir so, nein, wir warten, bis möglichst viele Leute da sind. Dann irgendwann so um 12 Uhr, Pumpe voll gewesen, gell, wir so zum DJ, hey, kannst du die Musik ein bisschen runter tun? Das Licht da auf uns. Er so, also wieso, jetzt sind die Leute voll am Abend. Wir so, ja, wir haben unseren Auftritt noch nicht gemacht. Okay, dann hat die Musik runter da, wir haben das Mikrofon genommen, vorne angestanden. So, hallo zusammen, niemand zugelassen. Wir so, hallo, wir sind da. Niemand zugelassen. Wir so, okay, dann fangen wir halt einfach an. Haben so unser Zeug runtergespult. Irgendwann so drei Typen an der Bar schauen so rauf. Hebt euch Fresse! Wir so, shit, was machen wir? Dann haben wir einfach so einander angeschaut, so, ist fertig. Also, schöne Party! Sind wir runter und wir so, fuck! Und das war richtig peinlich gewesen. Es hat niemand zugelassen. Die Leute sind auch nicht für das da gewesen, weißt du? Yeah. Man geht dort hin, man ist schon ein bisschen angetrunken und will halt Spass haben. Und dann kommen so zwei Comedians und wollen da noch irgendeine Show. Und wir so, ah shit, nie mehr. Also hast du dort dann nicht das Gefühl gehabt, du willst es wieder mal machen? Mal extrem. Also nicht wegen dem, yeah. Aber seitdem immer wieder. Also allgemein so Bühne und so vor den Leuten, so das direktes Feedback finde ich immer hure geil. Ja. Yeah. Und ich habe schon viele Moderationen, eben Stand-up oder Theater habe ich eigentlich nie gemacht, aber viele Moderationen, wo ich wie so gemerkt habe, die Leute haben mich gerne dort oben, weißt du? Yeah. Es ist wie so, ich kann die Leute gut abholen, um die Show nicht einfach Show auf der Bühne machen, sondern dass ich wie so die Leute wie mit einbeziehe oder was weiß ich, einfach so eine Connection schaffe. Und das ist das Geilste, wenn du das spürst. Irgendwie so. Wenn ich einen blöden Witz mache über den Nächsten, der kommt, das Publikum zwar mega lacht wegen dem Witz auf Kosten vom Nächsten, aber er kommt dann raus, gibt mir dann gerade etwas zurück. Yeah. Und ich dann so als Sündenbock bin dann gleich wieder
der, der darüber lustig gemacht wird beim Publikum. Ich finde so das super geil und das macht mir auch mega Spass, um das eben direkte Feedback gerade zu sehen. Yeah. Und nicht so aufladen und dann bist du so, wann kommen die ersten Kommentare? Sondern auch so nach der Show, dann die Leute kommen, so in jeder Altersklasse, das finde ich super geil. Yeah. Wenn so wirklich ganz alte Leute haben mich mega gern. Ich habe früher während dem Studium habe ich im Service gearbeitet. Und das ist wirklich so, das ist so mein, ja, das ist mein Territorium gewesen bei diesen alten Leuten. Wir haben damals so VIP-Aperos und so am Pferderennen und so haben wir gemacht. Und jetzt sind halt wirklich so die Posche, weißt du, so mit diesen riesigen Sonnenhüten und so, wo dort das mitmachen. Ja. Yeah. Und einfach die mal so von ihrem, Achtung, no pun intended, höheren Ross runterholen, ist so, das hat mir sehr viel gegeben. Zum einfach mal irgendwie so diesen Leuten, wie sie dich anschauen am Anfang, so, ja, bitte nochmal ein Champagner. Mhm. Zum irgendwie mit denen irgendetwas Kleines, so einen Witz oder irgendetwas machen, yeah, wo sie nachher am Schluss so offen sind mit dir und so, hock doch auch an, nimm einen Drink. Und so, nein, ich bin am Arbeiten und so. Aber es ist so, so geil, so mit den alten Leuten irgendwie zu connecten, weil du weißt, der Gap ist riesig. Yeah. Und dass du das dann nachher schaffst, ist so, okay, du hast etwas geschafft. Das habe ich sehr geil gefunden. Ich glaube, darum liebe ich auch so ein bisschen vor Leuten etwas zu machen. Aber ich habe noch nie irgendwie mich so in den Arsch zwicken und sagen, so mal, jetzt gehst du mal auf die Bühne irgendetwas machen. Jetzt, yeah, jetzt meldest du dich mal beim Theater an oder jetzt das oder jetzt das. Aber es ist, also weißt du, jetzt auf mich bezogen, habe ich mit 12 den grossen Traum gekriegt, mal ein Solo-Programm zu haben, ein Comedy-Solo-Programm. Mit 12? Ja. Yeah. Oh. Und dann habe ich ganz viel anderes Zeugs gemacht. Und genau das, was du jetzt beschrieben hast, das sind so die Momente gewesen, wo ich mich näher dem gefühlt habe. Yeah. Und da habe ich wieder Zeugs gemacht, wo ich weiter weg gesehen bin. Aber konkret, früher habe ich viele Eventmoderationen gehabt. Und das hat, eine hat es mal gegeben, das war irgendein Konzert gewesen. Und dort habe ich irgendwie müssen überbrücken. Da haben sie gesagt, wir haben Umbaupause, kannst du noch schnell? Und dann habe ich irgendwie einfach mit ein paar Leuten auf der Bühne, habe ich einfach reden, so, okay, was hast du für ein Instrument und was macht das genau? Und dann haben sie da einfach erklären und dann habe ich so wie so eingeschoben, habe ich so ein paar Jokes dazu gemacht. Also weißt, dann hat irgendwie der eine so eine riese, weiß doch auch nicht, wie das heißt, Marimbafon, nicht Xylophon, okay, so ein riese Ding. Ja. Und dann hat er irgendwie so drei Töne gemacht und ich so, ah, das tönt wie SBB, oder weißt du, ja, so, oder? Und dann haben sie gelacht und dann bist du ein bisschen, oh. Ja, und danach, ja, hat sie, genau, und danach hat, macht er irgendetwas anderes und sagt, ja, okay, das ist jetzt mehr Mikro gesehen. Und dann haben sie nochmal gelacht. Mhm. Und dann hast du aber gemerkt, wie die Connection sich aufbaut, ja, die Energie. Und dann am Schluss habe ich wirklich oft irgendeinen Scheiß gelabert und sie sind ab allem gekommen. Weißt du, ich so, ja, nachher hat noch ein Bier, ja, aber die müssen es mir zahlen. Weißt du auch nicht, mehr, so, und dort habe ich das Gefühl gehabt. Und dann machst du wieder 30 Moderationen, wo du überhaupt nicht das Gefühl hast. Ja. Und als ich Theater gespielt habe, habe ich einmal so eine Impro, also nicht Impro, sondern es ist Dinner-Krimi, hat es geheißen. Du machst so Theater zwischen den Gängen. Aber es hat Raum gegeben für Improvisation, weil halt eben du mit den Leuten irgendwie musst interagieren in dem Restaurant. Und da habe ich einmal einen Auftritt gehabt, vor so ganz, ganz Jungen, die irgendwie selber auch ein Theaterprojekt haben und die haben sich das so gegönnt als ihren Saisonabschluss. Mhm. Haben sie gefunden, wir buchen Dinner-Krimi. Und irgendwie, ich bin dann auch noch 12, 13 Jahre jünger als jetzt gesehen. Das heißt, ich bin noch recht hoch bei denen gesehen. Und also bist du 12? Wenn ich mich rasiere, ja. Und dann habe ich dort halt auch irgendwie oft so Bullshit improvisiert, wo sie super lustig, ja, gefunden haben, dass mit der Zeit, dass sie ab jedem kleinen Gesichtszucken von mir sind sie gekommen. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, das ist eben, das sind so die Punkte, wo ich näher bin an dem. Und ab dem Moment, wo ich Stand-up gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist es. Ja. Ich habe immer schon den Traum gehabt und es ist wirklich so, zum Glück ist alles zusammengekommen. Ich denke, das ist immer mein Traum und als ich es dann machen konnte, ist das. Und dann kommt eben genau der Punkt, es ist eigentlich egal, wie die Reaktion vom Publikum ist. Genauso wie du sagst, der Auftritt, ja, an dieser Party ist ja absolut schlimm gesehen, aber du hast trotzdem Bock noch zu machen. Ah, ja, ja. Und das ist eigentlich, ich behaupte, das ist genetisch. Also weißt, dann ist es oft in dir, entweder du willst es oder du willst es nicht. Hey. Also ja, was ich jetzt will sagen, so wie beim Philipp, mach mal Stand-up. Ja. Nein, aber es ist wirklich so, also wenn sie dir hast, dann gibt es auch nichts, was dich irgendwie davon abhaltet. Und es, genau, wird immer so, es ist jetzt lustig, dass du mich jetzt gefragt hast wegen dem Podcast, weil ich bin jetzt einen Monat in London gewesen, yeah, habe dort Schauspielschule gemacht und es ist, ich habe mir so vorgestellt, okay, wir gehen dort hin und wir, keine Ahnung, filmen Szenen und dann analysieren wir das und dann werden wir fertig gemacht, weil wir schlecht sind und so. Aber es ist
ganz etwas anderes gewesen. Es war so Augenöffnung gewesen, alles. Wir haben so viel mit uns selber geschaffen, yeah, was wir in uns selber spüren. Und das Wichtigste, was ich jetzt haben können als Learning, es ist so viel, ich könnte jetzt 5 Stunden lang alles nur das erzählen, aber nur so das Wichtigste, was ich dort mitgenommen habe, ist, du kannst erst dich wohlfühlen nach außen, wenn du dich nach innen wohlfühlst. Und es klingt so hure banal, weißt du? Yeah, es klingt so, als wäre ich der Mike Schiefer und würde sagen, hey, alles gut. Aber es ist wirklich so extrem, was es ausmacht, wenn du dich selber akzeptierst irgendwann. Mhm. Und nicht im Sinn von, du bist besser als alle anderen, sondern im Sinn von, hey, du hast die Schwachstelle. Du hast es irgendwann im Hinterkopf, weißt du, du hast die Schwachstelle in dir. Wieso versteckst du das? Weißt? So, wieso akzeptierst du es einfach? So, yeah. Es ist halt so. Und wir waren eine extrem grosse Klasse für so eine Schauspielklasse, sage ich mal. Wir waren fast 20 Leute gewesen. Und dass du von jeder Person, wir sind extrem offen gewesen miteinander, und dass du von jeder Person wie so das Gleiche in einer anderen Farbe siehst, zeigt dir so, hey, niemand auf der Welt hat alles perfekt in sich hinein. Und irgendwo, vielleicht ist es nicht in der zweiten Schicht, vielleicht nicht in der dritten, in der vierten, aber in der fünften Schicht, dann kommt das bei dir auch. Und solange du dich mit dem nicht befasst, wirst du nach außen nie das Selbstbewusstsein oder das Wohlfühlen, die Lockerheit können wiedergeben. Yeah. Solange du das nicht akzeptierst, dass du das in dir hinein hast. Weil es ist halt so. Du kannst entweder daran arbeiten und damit klarkommen, oder du kannst es verstecken und verdrängen bis auf Ewigkeiten. Yeah. Aber in deinem Kopf wird es immer sein. Und das finde ich, hat es eben, wie du jetzt gesagt hast, so, wenn du in dir innen das spürst, egal jetzt, ob es etwas Gutes ist oder Schlechtes ist, aber wenn du das kannst akzeptieren, so, das ist das, wer ich bin, dann kommt alles nach außen viel einfacher. Und ich fühle mich wirklich so, seitdem, also es ist nicht so, dass ich jetzt alles geklärt habe in meinem Kopf oder in meinem Herz oder so, aber so den ersten Schritt mal zu machen und so zu erkennen, yeah, das sind so die Orte, wo ich daran arbeiten will oder wo ich ein bisschen weiterführen bringen, das macht mich so, ja, ich habe wirklich viele Sachen einfach loslassen, wo ich denke so, das ist gar nicht so wichtig, ich arbeite jetzt lieber an dem, weißt du. Ja, ja, ja. Und das ist schon geil, weil ich habe gleichzeitig so das herausgefunden, was gut ist und das, was schlecht ist. Und in mir, tief in mir drin. Ich habe immer so eine Antwort parat gehabt, weißt du, so, auch dort, wo ich gekündigt habe beim SRF, so, wo ich anfragen kann für Interviews, warum hast du gekündigt und warum willst du Schauspieler werden oder so. Ich habe immer so eine perfekte Interview-Antwort parat gehabt. Yeah. Ja, weißt du, als Schauspieler muss ich nicht einen bestimmten Beruf können, sondern ich kann verschiedene Sachen darstellen. Wenn ich will, kann ich mal Arzt sein, wenn ich will, kann ich mal Pilot sein. Und das ist so fake. Es ist wie so für mich im Kopf so immer richtig gewesen, ah, das ist es, das, ah. Und das tönt nach außen mega gut. Aber es ist gar nicht wegen dem. Ich habe wie so gemerkt, so, als Schauspieler musst du mega frei sein in dir innen, im Körper, im Kopf und im Herz, damit du überhaupt nach außen die Freiheit kannst darstellen. Weißt? Yeah. Du merkst doch mega schnell, wenn du Schauspieler siehst, die etwas spielen, dann merkst du so, nah, das ist jetzt ein bisschen gespielt, fast ein bisschen cringe. Und dass du das schaffst, irgendwann in die Rolle reinzufliessen, geht nur, wenn du so in dir rein wirklich so alles so befreit hast. Weißt? Ja, und zum Beispiel Scham ist so ein grosses Ding, wo du einfach auch mit 12 habe ich Freiwahlfach Theater einfach belegen. Und wirklich die allererste Stunde ist einfach gesehen, so, nehmt einen Gegenstand, den ihr dabei habt, und feiert etwas mit dem vor. Und alle anderen hocken einfach dort. Ja. Und irgendwie switcht dann in deinem Hirn einfach so die Aussenperspektive, oder? Weil man lacht mega gerne, wenn man so einen Workshop von außen sieht, wo irgendwie dann alle irgendwie liegen und irgendwie mit Zahlen sagen und all das Zeugs, oder? Von außen schaust du das an und denkst so, was ist das? Das ist ja voll peinlich. Oder? Könnte cringe sein. Aber du selber musst das in dem Moment ablegen und du darfst die Aussenwahrnehmung gar nicht mehr haben. Ja. Und dann wird es auf einmal gut. Und das merke ich bei Auftritt von mir, merke ich das auch. Wenn ich irgendwie etwas mache, dann das klingt so blöd, fühle ich das. Also weißt, ich bin dann quasi in dem Moment und wenn ich dann zum Beispiel, wenn ich es los, kann ich das plus minus so spiegeln. Aber wenn ich es schaue, denke ich so, das sieht null so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Fuck. Ja. Und dann fängt es aber mit meinem Kopf ficken, weil dann fange ich ja irgendwie das anzupassen, weil ich denke, so soll es aussehen.
dann ist es meistens nicht mehr lustig. Ja. Also ja, weißt, genau. Dann merkst du wieder, ah, es ist lustig, weil es eben so aussieht. Nicht, weil ich es mir so vorstelle, dass es so aussieht. Und das ist genau der Punkt, die Aussenwahrnehmung und die Scham. Ja. Und das geht, ja, das geht nur, wenn du in dir selber dich befreist von diesen Sachen. Oder? Absolut. Wenn du auf die Bühne kommst und dir schon überlegst, oh, wie sehe ich jetzt aus, wie laufe ich überhaupt auf die Bühne? Ja. Genauso wie die Antwort, die Interview-Antwort. Genau. Weil es so konzipiert ist, ist es nachher überhaupt nicht das, was es ist. Also in meinem Kopf klingt das immer so, ah, das klingt jetzt mega gut, weil dann klingt es so ein bisschen inspirierend und dies und das. Aber es ist gar nicht das, was ich eigentlich will, weißt du, wie nach außen sage. Ja. Und ich weiss halt selber nicht, wie es nach außen ankommt. Darum ist nur das in meinem Kopf. Und es ist lustig, dass du das mit den Übungen sagst, weil die erste Woche war für mich wirklich so mega peinlich dort, weil ich habe gedacht so, hey, ich mache seit 8 Jahren bin ich vor der Kamera und mir ist doch scheißegal, was ich mache und so. Und dann fangen wir an mit so etwas, was heisst Circle Dance. Und dann bist du wirklich in einem Kreis, 20 Leute, und der Lehrer lässt verschiedene Arten von Musik laufen. Yes. Und das hat er immer einen Namen und die Person muss in die Mitte. Und er darf nicht tanzen, also keine Tanzmoves. Er muss sich bewegen, er muss die Musik fühlen und so. Hey, ich bin einer von den Letzten gewesen, der am ersten Tag drankam ist, und ich so dachte so, boah, das kann ich nicht. Wenn ich jetzt in die Mitte gehe und so die Musik spüre, weißt du, was soll ich machen? Ich kann das nicht. Und dann machen es irgendwie 15 Leute vor dir und du merkst so, hey, die fühlen sich super geil dort drin. Yeah. Weil einfach so, jeder, der nachher wieder rausgekommen ist aus dem Kreis, ist einfach so, weißt du, jetzt ist nichts mehr peinlich. Yeah. So die ganze Spannung ist weg. Genau, sie lernen alles los. Ja, es ist jetzt alles weg. Und dann kommst du dran. Und dann am Anfang bist du so ein bisschen so, keine Ahnung, bist mega so konzentriert, okay, ich mache jetzt mal eine Welle mit dem Arm, weißt du, so, und dann merkst du, ah, das ist jetzt aber ein Move und so. Und irgendwann, wenn du nicht mehr überlegst, ist es einfach wirklich so, ist mir scheißegal, was ihr jetzt denkt. Und ich spüre jetzt die Musik wirklich. Also, und dann ist es aber wirklich, sobald du kannst loslassen, dann ist es geil. Yeah. Weil dann spürst du auch so, du hast entweder schlecht geschlafen, auf dem Weg ist, keine Ahnung, hat jemand Kaffee auf deine Hose und was weiß ich. Du hast all das Zeug im Kopf. Und sobald das kannst du irgendwie loslassen, dann bist du bereit, um all das andere Zeug machen am Tag. Und das finde ich, das, eben, ich kann so mega viele kleine Sachen können mitnehmen von London, von dieser Schule. Und es ist, ich würde das jedem empfehlen. Jeder, der auch nicht Schauspieler oder Schauspielerin werden will. Aber das ist das, was ich immer denke. Und zwar, ich finde grundsätzlich etwas Kreatives. Egal, was man für einen Job hat, egal, was man sonst für ein Leben hat, man muss sich irgendjemandem Inseln schaffen für Kreatives. Und zwar nur für sich selber. Und zwar eben entweder ist es ein Brief an sich selber schreiben, malen und eben nicht überlegen, wie könnte das jemand anders finden, sondern einfach für sich selber. Ja. Das macht so viel aus, weil wenn man dann in den Zustand kommt, eben das loslassen, das ist genau dann. Und das ist in jedem kreativen Bereich kann das passieren. Und das Spannende ist, wie das dann eben, wie du sagst, wie das dann noch hat auch mehr Sachen freisetzt, weil man sich dann eben automatisch besser fühlt und weil man dann auch Sachen klarer sieht. Weil, ich meine, ich habe schon lange nicht im Theater gespielt, aber ich habe kürzlich Impro-Comedy gemacht, wo du zuerst auch noch so einen Workshop machst. Ja. Wo ganz viele Leute sind und dann ist auch so etwas mit Musik, irgendwie, es läuft immer verschiedene Musik und dann stellt sie ab. Und dann musst du zum Beispiel, mit wem auch immer dir gerade gegenübersteht, musst du dann einen Dialog improvisieren, wo zum Thema von der Musik passt. Ja. Und all das Zeug. Und am Anfang bin ich auch so ein bisschen dort und denke so, boah, so kein Bock auf das. So Steinerschule, Namen tanzen und so kommt einem durch den Kopf. Und ich bin der Steinerschule gesehen. Also weißt du, ich habe das schon in mir. Aber es ist so, jetzt machen wir irgendwie kurze Impro-Szenen und so und du hast immer noch so in dir den Druck, weißt du, wie ich so denke, ich will ja eigentlich nur auf der Bühne nachher funny sein, oder? Ja. Also ich muss das wie für dort reservieren und fuck, und da muss es jetzt auch lustig sein und irgendwann lässt das wie los und dann habe ich gemerkt, wie mein Hirn in einem komplett anderen Modus ist, nach all diesen Übungen, das wo dann die effektive Show angefangen hat, dass der eben auch Crowdwork im Stand-up und auch wenn ich mit Leuten improvisiere sonst, kommt der Zustand von, ich denke nicht mehr nach. Ja. Und in dem musst du zuerst kommen. Ja, ja. Und dann habe ich gemerkt, wie 3 Tage später ich immer noch den Teil vom Hirn sehr, sehr inflamed habe, sozusagen. Ja. Also weißt, ich habe so viele Ideen gehabt für neue Bits und so. Viel mehr als sonst, weil du halt eben so in deinem Alltagstrott bist. Ja. Einfach weil ich den Teil vom Hirn wieder so richtig aktiviert haben. Ja, es ist absolut krass, weil
du, eben, es ist eine Schauspielschule in dem Sinne, was ich gemacht habe. Aber es ist wirklich, wenn mich Leute fragen, dann sage ich, es ist ein bisschen eine Lebensschule in dem Sinn. Weißt du, es bringt dir so viel als Charakter, als Mensch. Yeah. Nur schon die Offenheit, über Sachen können zu reden, wo du eigentlich denkst, so, oh, das ist jetzt mega privat. Mhm. Wo du dann plötzlich das Gefühl hast, so, ja, was heisst privat? Privat heisst wirklich zum ersten Mal, es bedeutet etwas, weißt du? Yeah. Ich meine, wir könnten jetzt da auch zwei Stunden hocken und sagen, so, ja, das Wetter ist, puh, hat hure viel geregnet in London. Aber es ist wie so, es bedeutet nichts, weißt du? Und dass wir irgendwie das Wort so konnotiert haben, privat, heisst, es darf nicht ausgesprochen werden. Yeah. Das ist so etwas, wo dort völlig über den Haufen gerührt wird. Und im Schauspiel ist halt so auch, dass du öffentlich privat musst sein. Also nur schon Szenen, jetzt mega extrem Sexszenen zum Beispiel. Mhm. Das ist etwas mega Persönliches und Privates. Dass du das nachher so kannst überbringen in der Öffentlichkeit, für das musst du auch zuerst mal können, das Private von dem wegnehmen, weißt? Du musst das irgendwie so können machen, dass es okay ist. Jetzt, hey, jeder hat Sex, keine Ahnung. Yeah. Und dass du das kannst nachher so wieder spiegeln, das habe ich extrem spannend gefunden. Und das, hey, ich kann das wirklich, ich habe vor allem meinen Kollegen habe ich das gesagt, hey, euch würde es so gut tun, mal dort hingehen und euch aufzumachen, weil wir leben in, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zum Social Media, in so einer Gesellschaft, wo man sich mega muss darauf achten, wie man rüberkommt, und das macht einem selber macht das einem kaputt irgendwann. Ja. Yeah. Dass du bei jedem Wort und bei jedem Satz irgendwie musst überlegen, kommt das jetzt gut an, darf ich das sagen, nehme ich jetzt zu viel Space weg, wenn ich jetzt über das rede und so. Und ich finde, wir haben irgendwie 80 Jahre, wenn es gut kommt, auf der Welt. Und wenn du irgendwie nur schon eine Minute damit verbringst, irgendwie zu denken, so, hey, es geht jetzt nicht um mich in dem Sinn, ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, verschwendest Zeit. Und jeder Mensch ist so viel wert. Sorry, es klingt vorher so, als wäre ich so auf einem Guru-Trip gewesen irgendwo. Aber nein, ich verstehe es völlig. Es ist wie so, jeder Mensch ist so viel wert, vor allem für sich, aber auch für andere. Und man kann so viel mitnehmen und lernen, dass ich finde, man soll es nicht verschwenden. Und, yeah. Und jeder soll wirklich über das können reden und für sich selber so fest schauen, dass er sich wohlfühlt auf dieser Welt. Und das merke ich auch, wenn ich einerseits in dem Port, aber auch wenn ich sonst mal mit jemandem länger rede, dann ist es für mich eigentlich nur ein gutes Gespräch gewesen, wenn man irgendwie ein bisschen unter die Oberfläche gekommen ist. Und eben, was heisst privat, ist ein sehr gutes Stichwort. Es geht ja dann dort nicht darum, irgendwie zu erzählen, wie jetzt gerade gestern da oben in der Beziehung gelaufen ist oder was weiß ich, sondern eben mehr so die inneren Gedanken und die inneren Unsicherheiten, Sicherheiten, an was man schafft, etc. Dann habe ich das Gefühl, es ist ein gutes Gespräch gewesen. Auch wenn ich jemanden aus der Comedy treffe und wir reden nur über das Business, dann weiß ich nachher, es ist jetzt nett gewesen, aber es hat es wie nicht gebraucht. So, es braucht wie mehr Substanz irgendwann. Ja. Und ich glaube schon, dass in der heutigen Zeit das gern vergessen gut. Nicht verloren, aber vergessen. Dass man einfach so, hey, man muss eben irgendwie funktionieren, man muss irgendwie durch den Tag kommen. Eben, man sagt hoffentlich das, was gerade richtig ist, anstatt das, was man fühlt. Genau, ja. Ja, das ist natürlich auch so der soziale Druck, oder? So, wir haben jetzt mega viele Sachen, die wir nicht dürfen sagen, was ich zum Teil auch gut finde. Yeah. Sobald du irgendjemanden beleidigst oder jemandem das Leben schlechter machst du das, dann absolut okay, dass man das nicht sagen soll. Aber durch das hat man das Gefühl, man muss jedes einzelne Wort irgendwie nochmal durchleuchten, bevor man es rauslässt. Und das kann dazu führen, dass man dann das Gefühl hat, das Thema ist jetzt so, dass ich es nicht da aufbringen will und so weiter. Und das finde ich extrem schade, weil man kann auch in einem kleinen Kreis anfangen, wo wenn ich noch mal etwas erwähnen darf, ich habe jetzt gerade mit Pro Juventudes ein Projekt, wo wir versuchen, junge, vor allem Männer zu erreichen, um zu zeigen, dass man darf eben über Probleme reden. Man darf darüber reden, dass man sich schlecht fühlt und man muss nicht immer der Coole und Krasse sein. Ich habe auch Zeiten, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich der Krasse sein, aber das ist halt dann, weißt du, es tut mich dann nicht davon abhalten, dass ich im anderen Moment dann ganz meine weiche Seite kann zeigen. Mhm.
Und das ist ein mega wichtiges Thema, gerade eben bei jungen Männern, die das Gefühl haben, ich meine so in einer Zeit von Andrew Tate, wo sagt, du darfst kein Wasser mit Blätterli trinken, weil das nicht männlich ist, dass du wie so offen über das kannst reden, aber dass dir die Männlichkeit nicht wegnimmt, weißt? Es ist wie so sogar noch ein bisschen in dir rein, bist du viel mehr in einer Balance, wenn du kannst sagen, hey, also das ist jetzt zwar ein mega dummes Beispiel mit den Blätterli, aber weißt du, nur schon andere Sachen. Ich meine, mit den Freunden, die ich jetzt gefunden habe in London, die zum Beispiel schwul gewesen sind, dass ich mit denen kann über die Themen reden oder über meine, sagen wir mal, ein bisschen weicheren Gedanken und Seiten. Das zeugt dann so von Selbstvertrauen, von der eigenen Sexualität nur schon, anstatt dass man es völlig abblockt und sagt so, nein, das ist kein Thema für mich, weißt? Das zeigt dann eher wieder Unsicherheit mit dem ganzen Thema. Und ich finde viel mehr, ich habe wirklich so, in meinem Kollegenkreis habe ich mega gute Gespräche, wenn ich einzeln mit jedem Kollegen überlege, sagen wir mal, wir treffen uns über 5 Stunden. Dann braucht man so 4 Stunden, um ein bisschen all die oberflächlichen Themen so ein bisschen abspulen und dann können wir 1 Stunde tiefgründig reden. Und dass du das einfach so offen von Anfang an kannst machen, das ist für mich jetzt gerade wieder sehr klar geworden, dass das mega viel bringt. Es löst so viel in dir rein aus, dass du gar nicht, wo du gar nicht gewusst hast, dass das drin ist. Du spürst durch den Tag immer so irgendetwas in deinem Hinterkopf und hast natürlich immer das Gefühl, ja, Schaffen, Stress und Steuern zahlen. Und, aber es ist gar nicht das. Es ist etwas anderes, was dich abhält vom Ganzen. Es ist, du hast irgendwie innere Spannungen wo, wegen Themen, die du nicht behandelst, die du verdrängst. Und das habe ich bei mir auch gemerkt. Und es ist befreiend. Es ist, du kannst ein neues Leben anfangen zu leben. Also. Ja, und das Faszinierende ist ja, dass mit dieser Offenheit und Ehrlichkeit Menschen im Grundsatz auch mit Offenheit und Ehrlichkeit antworten. Aber man muss wie die Türen aufmachen. Und also im einen Programm habe ich am Schluss über das geredet, wo ich wirklich so Anfang 20 eine super, super schlimme Phase hatte. Und irgendwie, eben Anfang 20 hast du ja noch nicht viel Termin zu oben. Also kannst du eigentlich immer irgendwie raus, irgendetwas trinken, Zeugs und Sachen. Und das ist also ein bisschen der Trott gewesen. Und dann habe ich irgendwie oben mit Kollegen abgemacht. Und ich habe mich so unglaublich schlecht gefühlt. So richtig, richtig mies. Und bin gleich gegangen. Und es war, glaube ich, kein bewusster Entscheid gewesen, aber irgendwie ganz am Anfang fragt irgendwie so der eine, hey, und wie geht's? Weißt du, der Klassiker, oder? Und dann habe ich oft irgendwie. In dem Moment habe ich so impulsiv habe ich gesagt, ganz ehrlich, Scheiße. Und dann hat es so nach 2 Jokes, habe ich dann wirklich gesagt, nein, ernsthaft, also es geht mir nicht gut so. Und gerade die Typen hätte ich nie gedacht, dass die eben mal ernsthaft auch über so etwas könnten reden. Und es ist dann wirklich so eine Therapiesession geworden, da oben, wie alle ihre Probleme erzählt haben und man sich gespiegelt hat und man gemerkt hat, ah, man ist nicht allein. Und das ist eigentlich dann das Entscheidende. Dass eben, solange du es in dir behaltest, bist du allein damit. Ja. Und es ist dein eigenes Problem. Und sobald du mit jemandem darüber redest, merkst du, ah, das ist nicht, ich bin nicht die einzige Person von 8 Milliarden oder was sie jetzt sind, wo das hat. Sondern wahrscheinlich sind es mir fast alle, aber du musst die Türen wie aufmachen. Und das macht so viel aus. Und ich finde es ein spannendes Projekt, weil ich denke aber gerade, ich kann es auch nur auf mich beziehen in dem Sinn, aber bei jungen Männern ist das ein grosses Problem. Junge Frauen haben andere Probleme, wo ich aber zu wenig darüber kann sagen in dem Moment. Aber bei jungen Männern ist es so das Gefühl von, was ist überhaupt Männlichkeit, was definiert ein Mann, was soll man machen, was muss man machen und wie soll man sich verhalten, sozusagen. Ja. Und es ist oft, was resoniert, merke ich, ist so eine Art Selbsthass, wo viele haben, aber eben irgendwie in sich reinbehalten. Oder? Und sie finden sich selber super scheiße und das tun sie dann überspielen mit was weiß ich. Und genau dort muss man ja irgendwie ansetzen. Und wenn man dort ehrlich anfängt, miteinander zu schwätzen, dann passiert wahnsinnig viel. Ja. Und darum finde ich es auch
so egoistisch der Podcast auch ist, finde ich es auch wichtig, dass wir in so einem Podcast über genau so Zeugs reden. Weil das ist so ein bisschen das, ist ein bisschen das Neue. Statt eben sich zu überlegen, was ich im Interview als perfekte Antwort gebe, wo sicher so Press-Release-mäßig stimmt, ist glaube ich, die Ehrlichkeit viel wichtiger. Weil dann können Menschen damit resonieren. Oder? Ja, ich find's auch, es ist, man hat Möglichkeiten, dazu mit Leuten zu reden. Es ist nicht immer die Person, wo man das Gefühl hat, muss es jetzt hören. Ja. Yeah. Das ist, glaube ich, die eine Message, die wo mega wichtig ist, dass es nicht... Es gibt in vielen Familien so die Beziehung nicht, sagen wir mal, nur schon zu den Eltern. Mhm. Man kann sich lieben und man kann füreinander da sein, immer, aber so über ganz tiefe Probleme und eigene Sachen im Kopf kann man mit den Eltern zum Beispiel nicht reden. Das gibt's sehr oft. Gerade so in diesen Kreisen von Migrantenfamilien, wo in anderen Kulturen aufwachsen, sage ich mal. Aber auch dort gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Yeah. Man kann Freunde, Geschwisterte, aber auch offizielle, sag mal, Hotlines oder was weiß ich, wo man einfach mal darüber kann reden. Und das finde ich sehr spannend jetzt in dem in London, wo ich gemerkt habe, ist, in der Schweiz haben wir immer ein bisschen, ich sag mal, bangen davor, Therapie zu machen. Yeah. Was international aber ganz anders ist. Yeah. Wo man einfach kann sagen, so, hey, ich mache jetzt eine Therapie und dann ist halt, dann geht man einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen, was weiß ich, geht man eine Stunde mit einem Therapeut reden. Mhm. Und auf Netflix hat es von Jonah Hill, er hat so eine Dokumentation gefilmt mit seinem Therapeut, was ich mega, 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 mega geil finde. Und das ist, es soll irgendwie so das Narrativ mit mir irgendwann mal wechseln, dass es blöd ist oder du hast ein Problem, wenn du einen Therapeut hast. Es ist gar nicht so. Oder andersrum, ja, ich habe ein Problem. Yeah. Aber im Vergleich zu dir habe ich es gemerkt und mache etwas dagegen. Yeah. Dass man so das mit einer Stärke nach außen kann sagen. Auch ich habe mir jetzt überlegt, eine Therapie zu machen. Und nicht, weil ich mega, ich weiß auch nicht, jetzt depressiv oder irgendein Syndrom habe, wo ich nicht damit klarkomme, sondern weil ich will mit gewissen Sachen anfangen zu arbeiten, die in mir drin passieren. Und das Narrativ müssen wir irgendwann, keine Ahnung, wir müssen das wechseln, weißt du, es kann nicht sein, dass wir ewig einfach nur so weitermachen und das ist alles, wird geschämt und wenn du das machst, ist nicht gut, wenn du das machst, ist nicht gut, so wirst du nie gut in der Schule. Mhm. Nur schon das, wenn die Leute das von meinen Lehrern hören, habe ich auch öfters gehört, weißt du, so, ja, so Ramin, wirst du es so nichts schaffen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und so im ersten Moment denkst du, ja, ich zeig's dir dann schon. Aber dann gleich, irgendwann merkst du, so beim zehnten Mal hast du es irgendwann in deinem Kopf drin, so, okay, jetzt haben es mir 10 Lehrer gesagt. Yeah. Ja. Vielleicht schaffe ich wirklich nicht. Und dann fängt es halt an. Yeah. Und dann ist genau das, was du sagst, so der Selbsthass oder so das Imposter-Syndrom, wo man sagt, alles, was man schafft, hast du dann gleich so eine Stimme dir rein, ja, aber das hast du noch nicht geschafft. Also, so gut ist jetzt der Auftritt nicht gewesen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Du hast gleich nur 2'000 Zuschauer gehabt. He? Es gibt Leute, die haben 40'000 und füllen das Stadion. Und das ist halt immer so, das zeugt von irgendwo, weißt du? Yeah. Es ist nicht einfach so... Das hat jetzt gerade mega weh gemacht, wo du das gesagt hast. Nein. Ja, du hast wenigstens 2'000. Ja, nein, aber das hat mich extrem inspiriert und ich würde das irgendwie gerne auch können den Leuten so weitergeben. Eben. Yeah. Und es muss nicht sein, dass ich jetzt wieder, wie heißt der Tony Robinson, vor Millionen von Leuten stehe und sage so, ihr schafft. Nein, es fängt im kleinen Kreis an. Also eben bei meinen Kollegen auch schon. Mich würde es ehren, wenn irgendein Kollege von mir mehr mit mir über seine Probleme oder über seine, es müssen nicht einmal Probleme sein, sondern kleine Sachen, die ihn aufregen, mit mir reden. Ohne, dass man mit voll Stunde vorher geredet hat oder irgendetwas intus hat. Yeah. Das ist doch auch so, bei jungen Männern oder, ja, ich bin ja noch jung, bei jungen Männern oder allgemein bei Männern ist so, man geht dann zusammen irgendwie saufen und dann fängt es an, Bro, ich liebe dich über alles und wenn ich mal ein Kind habe, du wirst Götti, dies yeah. Das sind alles Sachen, die man spürt, die man eigentlich sagen will. Und durch den Alkohol kommt es halt raus, weil man keine Hemmungen hat. In Vino Veritas, ja. Genau, ja. Yeah. Und dass man das irgendwann schafft, so einfach nüchtern zu sagen. Yeah. Das ist, glaube ich, ein mega Fortschritt für einen selber. Ich glaube, das Selbstbewusstsein, das durch das dann rauskommt, dass man kann sagen, so, hey, ich kann gleich meine Brust rausstrecken, aber sagen,
Bro, ich liebe dich. Das ist für mich ganz etwas anderes, eine andere Art von Männlichkeit, als irgendwie so das Käppchen Regal, böse Blick machen, weißt du. So. Yeah. Und ich sage nicht, dass, dass ich das nicht gemacht habe. Yeah, ja. Ich weiß noch, wenn ich von der Schule an mein Heim gelaufen bin, und ich denke so, hey, ich sehe mega irgendwie so dünn und klein aus, ich mache mich jetzt einfach ein bisschen krass, dass mich niemand kommt ansprechen. Und dann bist du mit einem bösen Blick am rumlaufen und ziehst das Käppchen noch ein bisschen weiter runter, die Hose runter. Natürlich habe ich das auch gemacht und es haben auch ganz viele andere gemacht. Aber irgendwann da drüber zu stehen und sagen so, ich kann diese Seite, aber ich kann auch jetzt diese Seite. Ich hatte das Glück, dass ich einen französischen Teil in meiner Familie und dort ist oft schon immer klar gesehen, dass auch Dudes sich irgendwie mit irgendwie zwei Küsschen begrüßen, weißt? Und irgendwie, dass dort auch so eine, ich sage jetzt, körperliche Nähe darf stattfinden, oder? Und nicht nur irgendwie coole Handshake oder irgendwie Fistbump, wir sind so krass, oder? Und ich habe das dann in meinem Freundeskreis habe ich dann gemerkt, wie eben wir haben mit dem, also weißt, zum Beispiel ein Kollege hat Ewigkeiten nicht mal können umarmen. Und hat dann aber eben irgendwann ehrlich auf darüber reden gesagt, mein Vater hat mich nie umarmt. Also weißt, ich kenne das gar nicht. Und du musst zuerst mal die Brücke irgendwie schlagen. Ja. So. Ein anderer Kollege von mir, wo auch französische Seite hat, mit dem, weißt du, nachdem wir uns so ein bisschen kennengelernt haben, ist so wie klar gesehen. Sagst du, hallo, machst du so, alles klar, wie geht's dir und so weiter und so fort. Und eben, das nimmt für mich nichts von dieser Männlichkeit weg. Eben, Und das andere ist dann noch die Krassheit, bei mir ist es noch cool gewesen. Ich bin noch die Generation cool, das ist noch nicht krass gewesen. Wo mein Vater, wir sind zum Coiffeur, er hat Haar geschnitten, ich habe Haar geschnitten und nachher hat er mich zusammengeschissen und ich habe es in dem Moment nicht gecheckt. Und dann hat er gesagt, cool heisst im Fall nicht die ganze Zeit böse schauen. Mm. Cool ist auch, wenn man mal lächeln kann und irgendwie Danke sagen. Weil ich bin anscheinend dort gesessen, weißt du, und Haar geschnitten und die so, und wie findest du? Ich so, ist gut. Yeah. Weißt du, so, irgendwie fucking elfjährige Idiot, der das Gefühl hat, da muss jetzt die ganze Zeit so. Ja. So ein bisschen so. Ja, aber das ist auch Kiss wieder so. Du denkst, wie cool. Kommt das über, oder? okay, wenn ich jetzt ein Duckface mache. Ja, genau. Dann sieht es super geil aus. Und irgendwie, es ist genau das. Es ist so die Freiheit, die du eigentlich angesprochen hast im Schauspielkurs, die musst du auch probieren, in dein Leben zu übertragen. So. Nämlich effektiv nach außen zu tragen, wie es in dir innen ist. Nämlich, wenn du das Gefühl hast, das habe ich gemerkt, ich habe eben früher das Gefühl gehabt, ich muss cool sein oder was weiß ich. Und ich bin jetzt ein sehr positiver Mensch. Und wahrscheinlich bin ich das schon immer gesehen, aber ich habe es wenig zugelassen. Und ich hatte auch Selbsthass gehabt und all das Zeugs. Und mit der Zeit merkst du, okay, und jetzt haben die Leute das Gefühl, ich bin ein positiver Mensch. Und dann merke ich, aber ich bin ja gar nicht so positiv, wie die Leute meinen. Und irgendwie bist du in dem, aber viel freier, weil du merkst, also jetzt bei mir so, ich habe recht das Gefühl, dass ich porträtiere, wie ich effektiv bin. Aber ich bin sicher noch nicht am Ende. Also weißt, es gibt ja dort mit dem Dominik Wittmann, glaube ich, haben wir es davor gehabt, wie man sich dann eben so, wie so eine öffentliche, und zwar nicht Interviews oder was weiß ich, sondern einfach so in Gesellschaft. Ja, genau. Wie man auch dort so ein bisschen eine Persona ankriegt. Einfach schon nur, wenn du zu jemandem heimgehst, wie du dann bei so jemandem bist und so. Und ich kann mich gut in dem navigieren und merke aber auch dort wieder, dann muss ich aber auch wieder ein bisschen mehr zu mir finden, sozusagen. Ja, das ist mega spannend. Das ist, das ist jetzt eine Technik, die wir dort gelernt haben, aber nur weil du es jetzt erwähnst, jeder Mensch hat wie so 5 verschiedene Schichten. Mhm. Und die 2 äußersten Schichten sind die, sagen wir mal, die Public Persona. Mhm. Und die äußerste Schicht ist etwas, wo man wirklich porträtiert. Das ist nicht das, was du in Essenz bist. Das ist nicht das, was du willst erreichen in deinem Leben oder wie du dich fühlst oder so. Sondern das ist das, was du nach außen willst sein. Das machst du aktiv. Mhm. Das mache ich auch aktiv. Mhm. Früher als Kind habe ich mega viel, bin ich eher so ein bisschen schnell hässig geworden und Sachen sind mega nahe an mich gegangen und ich habe Sachen mit mir nachgetragen und so. Und das ist etwas, was ich gar nicht mehr will. Jetzt, wo ich ein bisschen erwachsener geworden bin, so ab 25, habe ich das wirklich jetzt etwa 5 Jahre,
ich kann etwas wählen nach außen sein, wo ich gut gefunden an einem anderen. Und das habe ich mega geschafft, so als äußerliche Person, wie so das zu sein. Yeah. Und als Subtext in dem Ganzen so, hast du dann trotzdem aber deine Ziele. Also, was wollte ich dann mit der Person, die ich nach außen zeige, eigentlich darstellen, weißt du? Und das ist so ein bisschen, ich wollte irgendwie Erfolg haben, und Erfolg hast du nicht, wenn du Sachen schnell an dich anlässt und, oder Sachen mit dir mitträgst. Ich wollte gute Freundschaften haben, und wenn ich alles mega lang mit mir mitträge, dann geht das nicht. Das ist all das, was in deine öffentliche Person einschlägt. Als Essenz muss es gar nicht mit dem zu tun haben, sondern als Essenz hast du dann irgendetwas, wo deine langfristigen Ziele sind, was willst du in deinem Leben für dich erreichen, für deine Familie, für was weiß ich. Und das alles muss immer in dir drin sein, egal was du machst. Also das kannst du gar nicht irgendwie ändern. Das bist einfach du. Das ist so, der wahre Joel ist deine Essenz. Und die öffentliche Person, wo du darstellst, ist das, was du mega gut findest. Und also so wie du es jetzt machst, das ist ein mega angenehmer Mensch, weißt, lacht immer, man kommt mega schnell klar mit ihm. Auch jetzt, wo wir uns begrüßt haben, du kommst und du strahlst gerade und wir umarmen uns und so, das ist deine öffentliche Person. Und deine Essenz tut das eben beeinflussen, weil du halt in der Essenz jemand bist, wo das gerne hat. Du hast gerne Nähe, du hast gerne gute Freunde, du redest gerne über Sachen. Yeah. Das beeinflusst das. Und dann hast du aber noch zwei innere Schichten, die immer wieder vorkommen in ganz kleinen Situationen. Und die eine innere Schicht kann zum Beispiel sein, der Comedic Rockstar. Weißt? Das ist so die, sagen wir mal, deine erste innere Schicht. Und das kommt halt auf der Bühne bei dir führen. Und das kommt im richtigen Leben nicht führen, wo du hahaha, dies und das und du machst mit ihm und so. Sondern das ist wirklich für deine Bühne, ist die Person und die kommt dann führen, so die Lichter gehen da, Showtime, jetzt kommt der Joel führen. Und deine innerste Schicht, bei mir ist das auch etwas, wo ich jetzt jahrelang verdrängt habe, wo ich mich nicht haben will, damit befassen. Das hat mit deiner ganz weiten Vergangenheit zu tun, so mit deiner Kindheit und so. Und bei mir ist, ich habe mich nicht vollständig gefühlt, weil ich wie so eine Schicht ganz vernachlässigt haben. Und die zeugt alles andere, also beeinflusst alles andere, oder? Und das habe ich mega spannend gefunden, weil jeder Mensch hat das drin und nicht jeder Mensch ist das, wo nach außen einfach direkt so ist, sondern eben, man sieht dich als sympathisch und mega offen und auf der Bühne bist du der Rockstar und so. Sorry. Und aber irgendwo in dir drin. Ich weiss, wir könnten jetzt wahrscheinlich zusammenhocken und über Sachen reden und wir würden beide flennen und so. Und das ist so das mega Private, wo auch jetzt, wie du hockst, deine Schultern sind so wirklich viel weiter unten, weil du weißt, von was ich rede und du hast sie in deinem Kopf und so. Und das finde ich mega spannend, dass man dem auch mal Zeit gibt zum Rauslassen, weißt du? So. Weil bei mir ist es auch so, ich habe es verdrängt, so hey, du bist jetzt irgendwo in mir drin, aber ich wollte nichts von dir wissen, das gehört nicht zu mir und so. Aber sobald du den mal rauslässt, dann fühlst du dich wie so vollständig als Mensch. Aber das ist für mich ist Stand-up-Comedy genau das. Nämlich, dass es zu dem, mega nett, dass du sagst, Comedic Rockstar. Respekt. So nenne ich das nächste Ehre Solo. Dass es zu dem endet, fängt es in der innersten Schicht an, nämlich die unterste Schicht ist effektiv das, was ich irgendwann mir mal als Notiz mache. Ich sage, oh, das habe ich jetzt gerade bei mir bemerkt. Ich reagiere so und so in diesem Moment und irgendwie, das beschäftigt mich jetzt gerade. Und das geht dann halt durch so viele verschiedene Zahnrädchen, bis es dann am Schluss ein hoffentlich lustiges Produkt ist, das ich auf der Bühne so präsentiere. Oder? Yeah. Und das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal in diesem Pod erzählt, aber es ist wirklich spannend, wie bei der einen Premiere ein Kollege von mir unter Tränen gesehen ist nach der Show und gesagt hat, ich habe es ganz schlimm gefunden. Yeah. Und ich so, wieso? Und er so, ich weiß, von wo all das Zeugs kommt. Ja. Weil er hat mich sehr noch dort, begleitet, klingt so blöd, aber er hat mich sehr noch mitgekriegt in dieser Zeit und hat gewusst, was alles für Probleme irgendwie gerade rum sind und hat halt wie gesehen, wie das am Schluss dann etwas Lustiges ist, oder? Und es war ein mega schöner Moment gesehen und ich habe dann auch gesagt, es tut mir mega leid für dich. Also weißt du, hat mein Zeug hat jetzt eigentlich ihm einen Scheiß oben beschert, weil er so heftig hat können nachfühlen. Und dann haben gesagt, aber du musst so sehen, wenn ich dann in
fucking Rorschach bin und in Bern und in Zürich und so weiter und so fort, dann kommen nur Menschen, die das alles nicht gesehen haben, sondern sie sehen das Endprodukt und das ist hoffentlich lustig und geil. Ja. So. Aber die Selbsttherapie ist effektiv bei mir losgegangen ab dem Moment, wo ich Stand-up gemacht habe. Dort fängst du dann an eben reflektieren, merkst, was sind eigentlich deine inneren Probleme und Zeugs und Sachen. Und dort kommt dann auch, eben die unterste Schicht ist so, der Selbsthass, ich habe ihn mittlerweile sehr unter Kontrolle. Mhm. Und er kommt so all Vierteljahr, all halb Jahr, kommt er mal schnell raus. Und dann ist er ganz, ganz schlimm. Und dann ist er ganz, ganz heftig. Wo dann wirklich Menschen in meinem Umfeld so finden, Alter, also ich kann nicht mal zuhören, wie du über dich redest, so, oder? Ja. Und das Imposter-Syndrom gehört da dazu und so. Ja. Und das schwebt trotzdem immer alles mit. Es ist wie unter Kontrolle und man kennt es ein bisschen und man akzeptiert es besser. Weil bei mir zum Beispiel eben die Transformation dann gegeben hat zu Selbstliebe. Und Selbstliebe ist von der Definition her nicht, ich finde mich der geilste Mensch auf Erde. Es ist eben nicht verblenden und Sachen ausblenden, die in einem sind, sondern so wie du andere Menschen liebst, mit ihren Macken, mit ihren Eigenheiten, weil jeder Mensch individuell ist, sagst du, ach ja, typisch. Hat er wieder mal, ne, das und das. Aber ich liebe die Person trotzdem. So musst du ja mit dir machen. Und das ist ein aktiver Prozess. Bei mir ist das ein aktiver Prozess gewesen, wozu damit wir anführen. Und ich habe mir nachträglich, retrospektiv gesehen, auf eine Weltreise gehen, dort allein mit mir und meinen Gedanken Zeit verbringen, um das irgendwie können einordnen, oder? Ja, es ist jetzt alles mega schön gewesen, was du gesagt hast. Weil eben das eine, dass du, ich gratuliere dir übrigens, dass du das geschafft hast, weißt du, so. Dort würde ich an, dort wo du bist, oder eben, man ist ja nie vollständig, aber weißt du, nur schon den Schritt zu machen, zu wissen, okay, der Joel ist in mir drin, der Joel, der sich selber amigs hasst oder nicht zufrieden ist, aber ich akzeptiere es, weißt du, er ist da, ja. Yeah. Und ich kann nicht 12 von 12 Monaten sein, sondern ich brauche dann die 2 Wochen pro Jahr oder 3 Wochen oder was, wie lange es auch immer sind, wo ich den Joel kann rauslassen kann, weil wenn ich ihn verdränge, dann staut sich es erstens auf und zweitens, dann bin ich nicht vollständig, weil der Joel wird ja ausgemacht von allen Teilen, die in dir drin sind. Und wenn du den nicht rauslässt, in dem Moment, wo er wirklich raus will, dann kommt er in den falschen Moment raus. Und das ist gar nicht geil. Und dass du das noch gesagt hast, mit sich selber klarkommen und einfach mal nur in eigenen Gedanken sein und sich überlegen, okay, warte, so einen Moment bin ich so, woher kommt das, aus der zweiten Schicht ist es nicht, ich gehe ein bisschen zurück, okay, von dort. Und dann fängst du mit dem an zu arbeiten. Das ist wirklich Gold wert. Yeah. Und ich habe mega viel Zeit damit verbracht, wenn ich allein war. Einfach eben, wie wir am Anfang gesagt haben, das Handy führen und dann so ein Reel nach dem nächsten schauen. Du lässt im Hirn gar keine Zeit, um irgendetwas anderes zu denken, oder? Und ich merke, es ist auch so ein bisschen in dem Sinn Angst gewesen, weißt du, überhaupt am Hirn die Zeit zu geben. Darum ist jedes Mal wieder das Handy da, oh, ich muss etwas schauen. Oder du bist am Fernsehen schauen, es wird ein bisschen langweilig, dann kommt das Handy führen in dieser Zeit, was langweilig ist am Fernsehen, bist du da schnell am Swipen und dann bist du, okay, jetzt ist wieder spannend, gut, dann muss ich wieder nichts denken und so. Und das zu schaffen, einfach mal mit dir zu sein und endlich mal über das Zeug nachzudenken, wo dich stört oder wo du aber auch geil findest, das ist extrem viel wert. Und schreiben. Schreiben. Aber das ist es eben. Es ist, Stand-up ist in dem Fall kognitive Therapie. Weil du schreibst etwas auf und du schaust dann später an und meistens mit ein bisschen Distanz. Und du siehst dann auf einmal, wieso habe ich überhaupt mir den Gedanken so aufgeschrieben? Mhm. Und dass du dann neues Material willst erarbeiten, zwingt dich eben auch in so Situationen zu kommen. Das heißt, wenn ich mir irgendwie früher in der kalifornischen Wüste in einem Hütli bei draussen 45 Grad eingesperrt habe, dann habe ich auch 2 Tage lang noch irgendwie Videos geschaut und Zeugs und Sachen und so. Und irgendwann merkst du, das bringt nichts und dann musst du dich von dem Scheiß wirklich lösen. Mhm. Und dann kommst du überhaupt da hin. Das heisst, du musst aktiv mit dir selber den Prozess durchmachen, damit die Hirne
Eben, damit zum Beispiel der Teil vom Hirn, wie ich dann bei dem Impro-Comedy-Ding hatte, dass der überhaupt aktiv wird. Und in dem findest du dann eben wieder mega viel Zeugs über dich raus. Oder? Und dass du vorher gesagt hast, du willst dort sein, wo ich bin, das ist jetzt auch nur, weil ich dir das jetzt so toll kann erklären kann. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass du dort sein, wo ich bin, sondern ich habe das Gefühl, du bist auch schon mega weit und vielleicht weiter als ich, aber man macht das Innere, und zwar eben, weil man alle inneren 5 Schichten kennt, tut man ja dann mega gerne mit dem Äußeren von jemand anderem vergleichen. Ja. Und das ist immer schon eine Disbalance, oder? Und Social Media ist der absolute Pinnacle von dem, weil dort die Leute sich ja nochmal 2 Sekunden mehr überlegen, wie porträtiere ich mich überhaupt. Oder? Ja, okay. Welches von diesen 5 Selfies ist jetzt das, was ich finde, sehe ich am besten aus und so weiter und so fort. Also du hast ja dort nochmal eine Revision dahinter. Also kommt nochmal etwas Geschliffenes und nicht echt, sage ich jetzt mal, raus. Ja. Und es hat dort halt natürlich die absoluten Zahlen, die dir zeigen, dein Content ist scheiße. Und nicht, es sagt es dir nicht einmal, aber dein Kopf nimmt es so auf, oder? Ja. Yeah. Wenn du auf eine Story nicht mindestens 3 Reaktionen bekommst, dann denkst du, ich lösche es lieber wieder, mega peinlich. Dabei ist ja etwas, was du gerade in dem Moment gefühlt hast und postest, oder? Yeah. Aber du hast die Chance, es nochmal zu verändern. Yeah. Das macht es eigentlich noch schlimmer. Ja, das macht es mega schlimm. Und darum rede ich auch mega gerne mit Leuten, weil es kommt etwas raus. Yeah. Natürlich kann man sich im Nachhinein immer noch entschuldigen und sagen, hey, vielleicht habe ich überreagiert oder vielleicht ist es zu viel gewesen in dem Moment, sorry. Aber trotzdem, es kommt raus, wie du es gerade in deinem Kopf spürst. Und es muss dann wie auch raus. Ich sag das immer gerne, wenn ich gerbse, lieber raus als rein. Aber es stimmt auch für so Zeug, für Gedanken. Weil wenn du es rein drehst, dann geht es immer Schicht weiter runter, irgendwann verdrängst du es und dann hast du gar nicht mit dem irgendwie dich auseinandergesetzt. Und das ist das, was dich nachher kaputt macht, wenn du dich mit Sachen, die dich beschäftigen, nicht auseinandersetzt. Ich habe Freundschaften verloren wegen dem, weil man sich mit Sachen nicht auseinandergesetzt hat. Mhm. Und dort ist es halt wie so nochmal etwas anderes, wo 2 Leute miteinander abgestimmt sind. Aber trotzdem ist es so vom Konzept her lieber raus als rein, weißt du? Und das, ja, ich habe mir wie so selber jetzt gesagt, dass ich so will leben. Und das ist jetzt von außen. Und ich hoffe, das sinkt jetzt ein, weißt du, wie so irgendwie für alle Schichten, dass ich mich einerseits mit mir selber daran arbeiten und andererseits dann aber auch mit Kollegen, mit Familie und so weiter. Ich habe auch mega das Glück, dass ich, ist so lustig, es ist wie ein 6er im Lotto, die beste Frau auf der Welt gefunden. Yeah. nein, aber sie ist wirklich, also mit ihr kann ich über alles reden und sie versteht alles, sie ist für mich da und das hilft halt mega. Yeah. Man soll sich einfach so die Person suchen, wo einem so aufnehmen kann oder wo einem die Zeit gibt. Weil dort fängt es an, das ist dann wie eine Lawine, es schwappt dann über. Es schwappt dann über auf die nächste Person, sie fängt an mit jemand anderem reden, ist dann offen, nimmt sich ein bisschen von mir mit und so weiter. Yeah. Und das ist so für mich mein Ziel geworden in dem Sinne. Ich wollte nicht mehr so ich wollte inspirieren, immer noch Leute. Aber ich wollte Leute inspirieren, sich selber zu sein und sich zu akzeptieren und können frei sein. Und, und nicht mehr dass jeder schafft es, wenn er es will. Und wenn du fest daran glaubst und das und so. Das sagen jetzt 1 Million Menschen, Milliarden Menschen, 8 Milliarden Menschen sagen das schon. Und es kommt irgendwie nicht an. Und ich versuche es wie anders. Ich versuche die Leute, dass sie sich öffnen. Ja. Yeah. Hey, es ist deine Zeit auf der Welt. Niemand anders kommt deine Zeit über, weißt du? Und mach das Beste irgendwie in dem Sinn draus, für dich. Ja. Yeah. Nicht irgendwie gar viel Geld verdienen. Mach eine Firma auf. Irgendwie geh dies und das machen und geh studieren und was weiß ich. Alles gut, das kommt alles wieder dazu, aber vor allem zuerst mal akzeptiere dich, also weißt du, finde ich. Und was einem selber wirklich wichtig ist, oder? Also, dass man nicht Sachen macht für andere, sondern dass man sie macht für sich selber. Weil, wie du sagst, es ist nur dein eigenes Leben. Und vor allem, was mir so ein bisschen erleichtert hat, der Druck, den ich früher mir selber gegeben habe, ist, wo ich irgendwann wie gecheckt habe, dass das ein Menschenleben ja nicht einmal ein Sandkorn ist im Vergleich zur Welt. So, oder? Und das heisst, dass egal was du machst, und das habe ich etwas sehr, sehr Positives gefunden, habe ich gemerkt, das wird
keinen grossen Impact haben. Und es wird 100 Jahre später... Für die Welt. Genau. Für dich wird es die Welt sein. Nicht mehr von Bedeutung sein. Und darum ist es viel wichtiger, dass du etwas machst für dich, weil du hast einfach die Zeit, die du hast. Und lieber probierst in der etwas zu machen, wo du dann sagst, oder? Und dort gehört das alles dazu. Also ich find's extrem, extrem spannend. Und in dem Fall auch schon inspirierend, was du heute alles jetzt schon gesagt hast. Oder? Ja, danke vielmals. Nein, es ist schön, mit dir darüber zu reden, weil du bist jemand, wo das wie auch durchgemacht hat. Weißt du, auch nur schon mit der Theaterschule und auf der Bühne stehen und so. Ja. Yeah. Ich finde, das ist das, wo die Leute mega aus sich rausbringt. Ja. Yeah. Weil du musst mit dir klarkommen in dem Sinn, wenn du dort vorne irgendeine Leute willst unterhalten oder eben in dem Sinn das willst spielen, weißt du, yeah. Was du willst und richtig darstellen. Das finde ich, das ist das, warum ich glaube, schon immer so den Drang gehabt habe, Schauspieler zu werden oder Sachen darzustellen. Und ich bin mega froh, dass ich das herausgefunden habe, damit ich die scheisse Antwort endlich mal aus meinem Repertoire kann streichen kann, von wegen, ich kann mal Arzt sein und mal kann ich Pilot sein. Das finde ich mega cool. Danke auch vielmals, dass du dich so geöffnet hast. Ich versuche es einfach mal so darüber zu reden. Nein, aber ich finde es extrem, extrem schön und extrem wichtig. Weil, drum mache ich auch mir nie einen Plan für den Podcast. Ja, also weißt du, cool. weil wenn ich jetzt das Gespräch, wie wir es bis jetzt gehabt haben, hat nie können stattfinden, wenn ich jetzt gekommen wäre mit 15 Fragen oder schon einfach so Themen, wo ich so denke, mit dem Ramin will ich über das reden und das will ich und Zeugs und Sachen und wie lange haben wir schon? 20? Okay, jetzt gehen wir mal zu dem Thema und jetzt tun wir das. Sondern ich schätze es umso mehr, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich probiere es jetzt mal. So. Ja. Muss nicht sagen, aber wenn ich dir frage, was ist die fünfte Schicht bei dir, wo du so lange weggeschoben hast? ja. Kannst du auch allgemein behalten? Nein, ich rede gerne darüber. Es ist halt für mich sehr schwierig gewesen, in dem Kurs, in diesen 4 Wochen, ist jetzt schon wieder ein schwierig. Aber zum mich finden, weil wir haben mega viele verschiedene Übungen gemacht und jede Übung hat irgendeine Person einen gewissen Teil von sich gefunden und wie so gewusst, woran er muss arbeiten. Es wird natürlich mega emotional, weil der Lehrer, den wir hatten, der ist ein absolutes Biest in dem Bereich. Und er schaut dich an, aber er sieht durch dich durch. Mhm. Er sieht nicht deine Augen, sondern er sieht, was gerade in deinen Gedanken abläuft und fragt dann genau die richtigen Fragen. Und wo es dann bei mir so war, als ich die Übung machen konnte, war in der zweiten Woche, weil wir halt 20 Leute waren, ist ein anderer Lehrer da gewesen. Und dann habe ich die Übung gemacht und er hat es irgendwie mega speziell gemacht und dann habe ich noch müssen... darfst du noch erzählen, was die Übung war? Ja, logisch. Es hockt eigentlich alle in so einem Halbkreis und du stehst wieder Mitte von dem Halbkreis. Und wählst das Lied aus, in dem Fall war es Happy Birthday, und schaust eigentlich jede Person einzeln direkt in die Augen und versuchst zu connecten und singst nur eine Silbe pro Person. Also ich schaue dir genau in die Augen und dann fange ich an zu singen. Und dann die nächste Person, Happy Birthday. Und dort soll eigentlich alles, was du spürst, soll durch einen Sound, durch diese Silbe eigentlich rauskommen. Du darfst nichts sagen, du darfst den Blickkontakt nicht abbrechen und musst eigentlich all die Gefühle, die du spürst, in dem Moment, egal was es ist, musst du durch den Sound rausbringen. Und ich bin sowieso noch so ein bisschen so skeptisch gewesen, so, okay, spürst du mich, fühlst du mich ein bisschen und so. Und der Lehrer hat es mega irgendwie speziell gemacht, hat es mega schnell gemacht, hat so einen Teil, wo der andere Lehrer gemacht hat, hat er ganz ausgelassen und dann hat er mich noch so umspringen lassen und ich musste das Lied ganz singen mit möglichst vielen verschiedenen Bewegungen und so. Und es ist irgendwie so, ich habe so gedacht, so... Das stressig. Ja, es war extrem stressig. Und ich war voll am Schwitzen gewesen und er so dort gestanden und er so, und? Hast du es gespürt? Ich so, ja, nein, nicht wirklich. Und darum ist es für mich mega, ich bin in etwas reingefallen, wo genau das, wo wir vorher darüber geredet haben, wo ich gesagt habe, so, ich habe einfach keine Backstory irgendwie in meinem Leben wahrscheinlich. Ich habe irgendwie so, bei mir gibt es nichts, wo ich irgendwie aufarbeiten müsste. Ich schaffe das nicht und so.
bis zum letzten Tag, wo wir dann eine andere Übung gemacht haben mit diesen 5 Schichten. Und dann hast du wirklich so 5 Stühle und du hockst nacheinander auf den Stühlen und er fragt dich aus. Mhm. Okay, wieso hast du jetzt nach außen die Person? Mhm. Dann sagst du, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie so ein bisschen ruhig wirken. Und, mhm. und ich, wieso? Und wie bist du früher gewesen? Ja. Ja doch, früher bin ich eigentlich mega... So als Kind bin ich immer mega schnell hässlich geworden und habe nichts können irgendwie richtig aussprechen. Und er so, ah gut, da haben wir es. Ja. Dann wirst du nach außen ja nicht das, wo du als Kind warst. Ja. Yeah. Dann gehst du so weiter. Und dann bin ich auf den letzten Stuhl gehockt und habe irgendwie gesagt so, hey, für mich gibt es den Stuhl im Fall gar nicht. Ich habe wie so 4. Ja. Yeah. Und er so, was, es gibt den Stuhl nicht? Ich so, ja, keine Ahnung. Also, was hast du denn als Kind gemacht? Ich so, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie mit 9 in die Schweiz gekommen und vor dem habe ich keine Erinnerung. Und er so, ah, okay. Und dann hat es angefangen. Oh, shit, ja. Yeah. Und nachher, ja. Also, meine 5. innerste Schicht ist das Flüchtlingskind in dem Sinn. Wo ich nie richtig verarbeiten konnte, weil ich keine Erinnerungen an die Flucht habe, keine Erinnerungen an meine Kindheit in dem Sinn. Das kommt wahrscheinlich irgendwie wegen dem Trauma von der Flucht, dass das Hirn einfach als Schutzmechanismus wie die Gedanken oder die Erinnerungen ausschaltet. Ausradiert, ja. Und für mich ist immer, ich habe ein paar Mal überlegt, so, ja, ich wollte die Geschichte hören und habe mit meinen Eltern auch viel ausgefragt natürlich und sie haben es mir erzählt, aber es hat nichts in mir ausgelöst, wo ich dann gesagt habe, ah ja, stimmt. Mhm. Sondern es war immer so eine Geschichte gewesen für mich und ich habe so damit nicht können connecten. Und ja, und dann hat er mich wieder auf den mittleren Stuhl gesetzt. Also das ist jetzt die Essenz, das ist der Ramin. Mhm. Jetzt schaust du drüber, schaust dich als Kind an. Und redest mit ihm. Und ja, dann ist es komplett irgendwie... Ja, es ist nicht schön gewesen irgendwie. Yeah. Ich hab dort irgendwie ein Kind gesehen, wo ich jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, wo ich etwas ganz anderes im Kopf hatte. Weißt, ich hab das Kind nicht irgendwie als irgendwie ein herziges Kind dargestellt in meinem Kopf, sondern es ist wie so ein etwas gewesen, wo ich gar nicht will, richtig anschauen wollte. Es ist so... Ja, es war nicht ich gewesen irgendwie und nachher habe ich ihm wie so gesagt, so, ich weiß nicht, was sagen im Fall. Ich wüsste nicht, wie das Gespräch anfangen mit ihm. Da hat er gesagt, ja, er versteht dich ja nicht. Er kann ja nur Farsi. Mhm. Und ich so, also ja, red mal Farsi mit ihm. Und dann bin ich komplett im Fall. Es ist aus dem Nichts, es ist ein Wasserfall und es ist wirklich so in mir durchgegangen und ja, und nachher hat er gesagt, so, jetzt setzt dich mal wieder auf den Stuhl dort hinten, also wo du als Kind gewesen bist. Mal schauen, ob du jetzt etwas spürst. Und dann bin ich drauf und bin dann weg und dann nicht mehr reden. Und dann, ja, das ist für mich wirklich so mega Augenöffnung gewesen, so an was ich muss arbeiten. Yeah. Weil ich fühle mich mega wohl auf allen anderen Positionen. Ich weiß, wie ich mich nach außen will geben. Mhm. Und weißt du, so, bei mir ist der Comedic Rockstar von dir ist für mich der Artist gsi, wo eigentlich seinen Körper will, irgendwie so zur Schau stellen und eben so, mein Traum ist so, weißt du, so Ohrring zu haben und also nicht mein Traum, aber weißt du, so, wie ich mir so vorstelle, wie ich gerne will sein nach außen, so Ohrring und Tattoos und so und er so, mhm. die Person für dich nennen wir jetzt Johnny Depp und ich so, ja, das könnte ich hinhauen, ja, das finde ich geil. Aber ich habe in der Essenz, hat er mich wirklich so 5-10 Minuten lang ausgefragt, was ist das, was du willst im Leben? Und ich habe ihm dann Antworten gegeben, wie ich wollte einfach ganz ruhig sein, irgendwann im späteren Leben an einem Strand und so. Und er so, ja, aber also weißt du, das kannst du ja machen. Mhm. Das ist ja nicht etwas, was du profitierst. Was willst du? Yeah. Und ich kann es ihm nicht können sagen. Und das ist für mich wirklich so, ich weiß nicht, was ich so schlussendlich will, weil ich gar nicht irgendwie meine Vergangenheit so kenne. Und erst wenn ich dann mit dem irgendwie angefangen, so ein bisschen mit mir selber das zu klären, kann ich einen Schritt nach vorne machen. Und ja, es hat mir sehr viel geholfen, weil das der erste Schritt war. Yeah. Weil ich das immer so ein bisschen weggedrängt habe und nie wollte irgendwie so mich mit dem befassen, weil ich wie gedacht habe, so, ja, es ist jetzt gewesen. Und aber es ist ein Drittel von meinem Leben, weißt du? Es sind die ersten, also ja, wirklich das erste Drittel, wo ich einfach nicht weiss, wer das Kind ist, was es hat wählen, wo irgendwie Träume gewesen sind und so.
Und das ist jetzt ein bisschen mein Ziel geworden, zum dort wieder zu arbeiten. Also du hast eigentlich keine Erinnerung vor nichts? Ja. Ja. Ja, meine erste Erinnerung ist eigentlich nicht einmal dann, wo wir in der Schweiz gelandet sind in dem Sinn, sondern wo ich das erste Mal im Deutschkurs gewesen bin in der Schweiz. Ja. Yeah. Ist meine erste Erinnerung. Voll. Krass. Ja. Ja, und ich habe das nie als Problem gesehen. Ich habe immer gedacht, so, yeah, es ist jetzt weg und irgendwann wäre es vielleicht cool, wenn ich mal irgendeine, keine Ahnung, Therapie oder Hypnotherapie oder so mache. Zum Beispiel. Mhm. Aber es hat mir dann extrem gezeigt, dass mich das innerlich auffrisst, weißt du? Ja, weil es etwas ist, wo du eben auch, ja, unterbewusst immer weggedrängt hast. So, also ja, eben, weil du dich gar nicht damit befasst hast, hast du dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das ist einfach gesehen und ja, abgestempelt. So, oder? Genau. Und es nimmt aber, es macht so viel aus mit dir als Mensch, was du, eben bei dir jetzt auch, also yeah, ich spüre das auch, wo ich das vorher erwähnt habe, ich spüre das irgendwie, dass bei dir das auch ist. So, das Innere, wo eigentlich eben die lang vergangene Vergangenheit ist, das beeinflusst alles andere. Absolut. All deine Ziele, Träume, Wünsche, deine Vorlieben, das, was du nicht gern hast, wie du dich verhaltest jetzt. Weil man sagt ja auch immer, heute bist du die Person, wo du als Kind gebraucht hättest an deiner Seite. Und, ja, wirklich. Und das stimmt für mich absolut. Also ich hätte genau mich, wie ich jetzt bin, hätte ich als Kind wahrscheinlich gebraucht, um einfach zu sagen, so, hey, es ist alles möglich. Mhm. Du kannst ganz, sagen wir mal, einen coolen, zumindest das Wort wieder brauchen, coolen, ruhigen Dude sein. Mhm. Und trotzdem all die inneren Sachen irgendwie spüren, weißt du. So, yeah. Und einfach so. Das hat auch mega viel mit mir ausgemacht in Bezug auf meine Kinder später, wie ich meine Kinder will irgendwie erziehen oder was, yeah, ich ihnen, yeah, will bieten, wie sie sollen aufwachsen. Und das ist extrem, extrem augenöffnend gewesen. Und ich habe über das habe ich jetzt auch irgendwie noch nicht mit den Kollegen, weißt du, sie haben mich zwar schon so oberflächlich gefragt, wie war London gewesen, wie ist der Kurs und so. Mhm. Aber ich bin noch gar nicht so tief reingekommen, dass ich ihnen das haben können erzählen, so, hey, ich habe etwas Augenöffnendes erlebt. Ja. Yeah. Wo in mir so viel ausgelöst hat, wo ich genau weiss, an was ich arbeiten möchte und dass ich das gebraucht habe. Dann brauchen wir noch 4 Stunden. Und ja, ja. Noch ein bisschen, ja, Alk. Machen wir noch eine Flasche Wein auf und sie kommen zu nächsten. So, jetzt wird geredet. Ja, aber das habe ich nicht gewusst, dass man die Person ist, die man als Kind gebraucht hat. So, ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist nein, jetzt nein, aber, Experten-Dings. Ich finde es ein spannender Gedanke. Mhm. Weil was für mich sehr klar ist, ist, dass für die Kindheit, kann man sagen, sind eigentlich deine Eltern verantwortlich. Aber für das Erwachsenenleben bist du dann selber verantwortlich. Und das finde ich immer das Spannende. Und darum ist für mich eben auch so Arbeit mit sich selber. Arbeit klingt immer so blöd, aber es ist schlussendlich eben, man schafft an sich. Oder? Man erkundet das, man erforscht, man probiert irgendetwas zu machen. So. Das ja eigentlich die große Transition ist, dass einfach irgendwie nach deinen Teenie-Jahren spürst du langsam körperlich, oh, es passiert etwas und irgendwie die Hirne irgendwann sollte es entwickelt sein, du hast aber noch nicht das Gefühl, es ist entwickelt. Mm. Und man hat dann so sehr schnell das Gefühl, aber ich weiß ja alles, ich weiß, wie es läuft. Oder? Und das merke ich dann, wenn ich mit jüngeren Leuten rede, wo, es klingt so blöd, aber mir die Welt erklären, oder? Wo ich dann so sehe, ich glaube nicht, dass du schon verstanden hast, wie die Welt funktioniert. Mm. Und mit dem meine ich nicht, ich habe es verstanden, sondern ich bin jetzt sogar so weit, dass ich kann sagen, ich habe es erst recht nicht verstanden, nee, aber ich habe schon ein bisschen mehr gemacht auf dem Weg da dahin. So. Und das vergisst man mega gern, dass irgendwie, ja, im Erwachsenenleben man sich selber irgendwie darum muss kümmern und dann kann man es nicht mehr auf die Kindheit schieben. Aber das Wichtige ist, dass die Kindheit trotzdem aufgearbeitet wird. Ja, eben das ist das Ding. Es ist nicht zu spät, dich um dein Kind zu kümmern. Ja, genau. Das Kind ist in dir drin, ob du es willst oder nicht, ob du es kennst oder nicht. Es, ja, ist in dir drin und es ist deine Verantwortung, um dem es zu Hause geben und wie soll dich um das kümmern. Mhm. Und das ist nicht irgendwie so, jetzt musst du eine Reise in die Vergangenheit machen und ihm sagen, was er anders machen soll. Nein, yeah, er hat alles schon erlebt. Er hat bis zum heutigen Tag, bis zu der Sekunde, wo wir im Podcast hocken, hat das Kind schon alles erlebt. Mhm. Es geht nur darum, mit ihm das zu klären und zu sagen, hey, es ist okay, dass du das erlebt hast. Ja. Yeah.
ich bin wie bei dir jetzt, weißt du? Mhm. Und das wird auf dich zukommen. Das und das, mit diesen Details. Es wird Scheisszeiten geben. Es wird aber schlussendlich auch gute Zeiten geben. Du wirst irgendwann das erreicht haben. Für das musst du die Scheisszeiten gehen. Und das finde ich so ein extrem krasser Gedanke. Das ist so psychotherapeutisch, wo du so tief irgendwie in deinen Kopf musst gehen, dass du wie so völlig andere Dimensionen entdeckst, weißt? Und ich will weit weg von dem sein, irgendjemandem sagen, du musst das machen, weil es dir wird gut tun, weil das und das. Sondern ich geniesse es einfach, dass ich das geschafft habe. Ja. Yeah. Und das gibt mir mega viel. Weil ich immer habe ich über mich gedacht, dass ich nicht so einer bin, wo das könnte schaffen. Weil ich emotional so abtrennt bin von dem Ganzen, weil ich das so mit dem abgeschlossen habe und mich sowieso nicht getraue, irgendwie das wieder vorzuholen, weil ich dann müsste anfangen, mich mit dem befassen. Und was immer schon ein Zeichen ist, davon, genau, dass man es nicht abgeschlossen hat. Machen, ja, absolut. Und ist, irgendwie so ein bisschen Stolz ist rum, aber vor allem auch so Freude, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Yeah. Und das finde ich extrem schön. Und ich, wie gesagt, so ein Kurs, du musst nicht ein Schauspiel machen, du musst nicht irgendwie Hollywood als Traum im Kopf haben, um so etwas zu machen, sondern du musst dich irgendwie gerne haben oder lieben, für das, dass du so einen Kurs mal machen solltest, damit du einfach mal so andere Dimensionen kannst öffnen. Mhm. Und nicht nur den Schauspielkurs. Auch mal einen Töpferkurs. Auch mal den Kurs. Weißt, völlig verschiedene irgendwie Arten von Sachen zu machen, um irgendetwas in dir wecken. Eben, ich sage nicht, dass es bei allen wird, den Kurs irgendetwas bringen. Aber mal etwas ganz Neues, was du vorher noch nie gemacht hast, zu machen. Das ist genau das, weil das ist das, was ich gemeint habe mit Kreativität. Mhm. Und Kreativität eben nehmen Leute oft so wahr als, die Person ist kreativ, sie geht irgendwie in ein Atelier und überlegt sich irgendwie schräge Sachen. So, oder? Aber Kreativität ist auch Kochen. Kochen ist etwas Kreatives, Töpfern, wie du gesagt hast. Oder all das Zeugs, das ist irgendeine Kreativität. Und ich höre irgendwie von Leuten, die kochen, wenn sie sagen, dann kann ich oft abschalten. Mm. Und dann haben sie zwar ein Rezept, aber irgendwann gehen sie von dem Rezept weg und sagen, ich habe dann gemerkt, wenn ich noch ein bisschen mehr das Gewürz drin mache und irgendwie Zwiebeln ein bisschen später drin tue, dann finde ich es noch geiler. Das ist auch ein kreativer Prozess, nämlich irgendwie sich etwas überlegen, wie geht das weiter? Und es gibt kreative Prozesse, wo einfach, ich sage jetzt mal, den Hunger ein bisschen stillen und dann gibt es kreative Prozesse wie das, was du jetzt gesagt hast, wo dann effektiv eben einem selber auch noch wo eben mit einem selber auch noch arbeiten, oder? Weil das ist von mir aus jetzt ein Schauspielkurs, aber die Übung, die du vorher erzählt hast, mit sich selber aus einer anderen Zeit oder in einer anderen Situation zu reden, Das ist universal, oder? Das ist, absolut. Das hat nichts mit dem Schauspiel per se zu tun, damit du im Schauspiel dort noch immer hinkommst. Ja. Das merke ich auch immer. Also weißt du, so, wo ich noch Schauspiel gemacht habe, habe ich, bevor ich eben so angefangen habe mit Arbeit mit mir, ich habe eine Rolle können spielen. Nämlich so eine schnöselige, Anfangs 20, ein bisschen frechen Dude. So. Ich konnte eben die öffentliche Persona, die ich irgendwie so dort zurechtgelegt hatte, die konnte ich auf einer Bühne darstellen. So. Und that's it. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne zwar Stand-up als mich selber mache, dort aber viel mehr eigentlich in verschiedene Rollen gehe und auch viel mehr Emotionen in dem ganzen Programm, sage ich jetzt mal, wenn ich ein Programm habe, wenn ich dort auch die Emotionen durchmache, dann bin ich viel näher am richtigen Schauspiel, wie wenn ich früher so Rollen gespielt habe, wo einfach so eine Version von meiner öffentlichen Version gesehen sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist schade, ich absolut. Das ist ein Doppelding, wo dann einfach so, es ist Fake for Fake. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn es zweimal Fake ist, ist es dann wieder gut. Ja, es hat funktioniert für das, aber viel mehr ist es nicht, oder? Ja.
Ja, ja. Und jetzt bin ich viel mehr an dem Punkt, wo irgendwie, wo ich mal Reading hatte für einen Film, wo ich eben härtestens Imposter-Syndrom habe. Ja. Und ich wusste, denke, was mache ich da überhaupt? Ja. Und irgendwie, die reden alle besser und sie können irgendwie viel mehr ins Zeugs und so. Ja. Und nachher hat der Regisseur gesagt, Alter, die liebe ich so fest, ja, wirklich. Das ist perfekt, deine Rolle. Und ich denke so, wirklich? Ja. Und ich sage es ihm sogar, so, ich habe das Gefühl, ich habe Imposter-Syndrom und so. Und er sagt, nein, du bist fast zu perfekt. Ja. Also weißt du, irgendwie so, ja, ja, du checkst das wie denn gar nicht mehr. Ja, ja, das ist extrem, was das höre ich von allen, die irgendwie mega lange in diesem Business sind. So Künstler oder Schauspieler oder allgemein so ein bisschen, sag mal, Kreativköpfe, die können zwei Sachen nicht. Kritik annehmen und Kompliment annehmen. Und das ist wirklich extrem, das spüre ich auch selber. Ich habe, gerade bevor ich gegangen bin auf London, habe ich noch ein Casting gehabt, für einen Kurzfilm. Und es ist, das Skript ist gekommen und ich habe es gelesen und es gesucht ist so ein Mann um die 40, der wo eine depressive Störung hat. Mhm. Und ich so, pff, ja, also... Das, also ich sehe mich überhaupt nicht in dieser Rolle, aber ja, komm, es ist ein Casting, ich mache es und dann bin ich dann einen Monat weg. Ich habe das Casting eingeschickt und irgendwann so eine Woche später läutet mir die Regisseurin an, hey Ramin, wir wollen es mit dir machen. Und dann, ich genau wieder raus. Wirklich? Wieso? Wieso? Wenn das nicht? Und dann hat sie wirklich gesagt, so, hey, es passt super, genau so habe ich es mir vorgestellt und du hast mega etwas Neues reingebracht, was ich gut gefunden habe. Und ich so, ja, aber ich suche doch einen 40-Jährigen. Sie so, ja, wir passen es ein bisschen an und mit ein bisschen Schminke, es geht schon und wir würden es gerne mit dir machen, wärst du dabei? Also, ja, mal, eigentlich freue ich mich mega. Mhm. Also es ist hure geil, danke vielmals. Weißt du, so, erst dann realisierst du so, bist doch dankbar, also weißt du, so, du hast auf das angezielt. Yeah. Und jetzt, wo es kommt, irgendeine Stimme sagt er so, nein, du bist zu wenig gut für das. Ja, nein, du bist gerade wieder abblocken. Und, so. Ja. Und dann habe ich mich sehr gefreut und dann haben wir das gemacht und ich habe es gut gemacht und sie haben Freude gehabt und so. Und das, genau so wie du erzählst, von Anfang an so ein bisschen sich selber beschützen, es wird eh nichts, egal, ich mache es mal. Und das muss einfach mal weggeschoben werden. Ja. Du musst einfach alles so mit Selbstvertrauen angehen. Und wenn es dann nicht klappt, dann nicht sagen, eben, ich habe es doch gewusst, sondern, hey, geil, dass ich es gemacht habe, auf zum Nächsten. Yeah. Weil wir wissen selber so, wenn wir Leute suchen für eine Rolle, sage ich mal, dann hast du auch irgendetwas Bestimmtes im Kopf. Und wenn es jetzt jemand nicht schafft, heisst das nicht, dass er scheiße ist, sondern es passt jetzt nicht genau das rein, was du im Kopf hast. Ja, und das ist das Gemeine am Schauspiel. Das ist wirklich einfach, also das Gemeine und das Schöne, oder? Dass einfach für gewisse Sachen bist du einfach nicht die oder der Richtige. Ja. So, und das ist nicht, hat nichts mit deiner Qualität zu tun, sondern dort passt es einfach nicht. Ja, genau. Und es ist mega schwierig, dass das zum Teil aber auch anzunehmen, weil man ja sehr oft mit Ablehnung zu tun hat. Also das ist ja eigentlich eben jedes Casting, das du machst, ist die Chance da, dass du es nicht kriegst. Genau. Aber du siehst natürlich nicht, es ist die Chance da, wieder eine Rolle zu bekommen. Genau. Sondern, ich könnte ja wieder failen. Ja. So, Und du musst mit dieser Ablehnung, musst du mega früh, und ich meine, habe ich viele Castings gemacht, Schauspieler Bits, aber vor allem halt eben so Moderationszeugs. Und dann bin ich mal für eine Quizshow vom SRF, bin ich am Casting gesehen. Und dort habe ich zum Beispiel mir dann auch im Zug nachher, habe ich mir einen Brief geschrieben. Mm. Beim Zug gesehen, habe den Laptop aufgelegt, habe gefunden, ich muss mit jetzt einfach so, hey, einfach, dass du es schon weißt, wenn du das in zwei Wochen lesest, die Chance ist sehr wohl da, dass du das nicht gekriegt hast, aber das ist nicht so schlimm und es ist auch nicht so wichtig. Ja. Viel wichtiger ist, dass du die Chance gehabt hast, dass du jetzt in dem Zug sitzt und Freude hast und schätzt, dass du überhaupt die Chance gekriegt hast, das zu machen. Weil schon nur das ist eine Erfahrung, wo nicht viele Menschen können oder dürfen machen. Also nimm es als das an. Irgendetwas habe ich geschrieben, oder? Nein, das ist ja mega inspirierend, auch wenn du von anderen... Ich meine, wir hören alle so Motivationssachen von... Ich weiß auch nicht, irgendwie... Jetzt hat gerade letztens der Giannis Antetokounmpo, der in der NBA rausgekommen ist. Wegen Failure. Genau, ja. Ah, ich habe es gesehen. Er hat es mega gut gesagt. Der Reporter hat ihn gefragt, ist jetzt wieder Failure gewesen? Weil du rausgekehrt bist. Und er hat wirklich ganz klar gesagt, es gibt keine Failures. Es gibt es einfach nicht. Yeah. Weil
alles, was du machst, du schaffst auf etwas an. In einem Jahr kommst du weiter, im anderen Jahr weniger weit. Aber wenn du jedes Jahr, wo du weniger weit kommst, als Failure betitelst, dann hast du 1% von deinem Leben, wo du als Gewinn nachher kannst abstempeln. Yeah. Der Rest ist Failure. Und so kannst du doch nicht leben, weißt du. Auch im Job. Da hat er direkt ihn gefragt, kommst du in deinem Job jedes Jahr eine Beförderung über? Nein. Ist jedes Jahr in dem Fall ein Fail-Jahr für dich? Nein. Also, weißt du, man tut es immer so ein bisschen relativieren. Yeah. Und ich finde das mega schön, dass man nichts eigentlich als Failure sehen, sondern alles bringt dich wie einen Schritt weiter. Auch wenn es nur ein kleiner ist. Aber es bringt dich weiter. Du bist weiter im Leben. Auch wenn es an dem Tag hast du neutral nichts gemacht, du bist nur rumgelegen. Aber es hat dich weitergebracht, weil du dir schon vor Jahren gesagt hast, ich wünschte mir mal einen Tag, wo ich einfach nichts machen kann. Wo ich einfach nur voll rumliegen kann. Und der Tag ist gekommen. Aber dann, wo er da ist, dann machst du dich wieder fertig. Oh, heute hast du wieder nichts gemacht. Yeah. Bist nur am Handy und nicht einmal irgendwie selber gekocht, sondern nur bestellt. Dabei vor 5 Jahren hast du gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass irgendwann mal der Tag kommt, wo ich nur voll rumliegen kann, eine fette Pizza bestellen und die einfach so grusig für mich essen. Und jetzt ist der Tag gekommen, aber du siehst es nicht mehr als den Wunsch an. Yeah. Und einfach so das Mindset irgendwann mal können ändern. Dass, also nicht, dass ich das habe. Ich wünschte, ich komme auch irgendwann dort an. Weil das ist alles, was ich im Kopf habe, was jetzt im Moment negativ konnotiert ist, könnte ich einfach ein bisschen anders betonen. Yeah. Und es wäre eigentlich mega stark, es würde von Stärke zeugen, weißt du? Yeah, yeah. So, etwas, wo mir ein Kollege, der mit mir im Kurs war, gesagt hat, ist, ich kann irgendwie, wo er mich gefragt hat, habe ich gesagt, ja, ich bin halt ein Flüchtlingskind und darum dies und das. Und er so, die Geschichte, die du nachher gesagt hast, ist mega stark. Aber du fängst an mit, ich bin halt ein Flüchtlingskind. Yeah. Wenn du gesagt hättest, ich bin ein Flüchtlingskind und trotzdem das und das und das, wäre es wieder so, oh shit, der wird immer grösser, immer grösser, immer grösser. Jetzt muss ich schon fast ein bisschen anschauen. Und das irgendwann zu schaffen, so sich selber zu schätzen. Und ich meine, ich kann dir mega einfach sagen, so, hey, Respekt und schön, was du alles sagst und ich wäre gerne dort. Aber einfach mal so, weißt du, so, mir in die Augen zu schauen, auch nur imaginär und sagen so, hey, Ramin, Respekt. Und schön, dass du irgendwie auf die Gedanken kommst. Und ich hoffe, dass du auf dem Weg weiter bleibst, weil es ist mega krass, was du gerade durchmachst. Das ist mega schwierig, für einen selber. Ja. Und irgendwann wollte ich dort sein, wo ich das einfach machen kann. Ja, dort kommt für mich die Selbstliebe. Dort kommt genau das. Und eben auch mit sich selber von früher zu reden. Ja. Oder? Weil eben, ich bin mal in so einem Strudel gesehen, so nach ein paar Jahren Stand-up, was eigentlich immer passiert, egal in welcher Karriere, kommt halt einfach mal so ein Moment von nicht Stillstand, empfindet es aber als Stillstand. Yeah. Weil am Anfang, oft wenn du etwas anfängst, passiert mega viel. Oder? Und du hast mega viel Firsts. Wow, das erste Mal das, tak, tak, tak. Und du hast das Gefühl, es geht immer so weiter. Und wo du dann irgendwann nicht mehr Firsts hast, denkst du, Stillstand oder sogar Regression. Yeah. Fuck. Yeah. Und dort habe ich dann auch merken, mit Hilfe von meinem Kollegen und zum Beispiel auch meinem Vater, wo mir eben gesagt hat, wo du 16 warst, hat das nicht so tönt. Nee. Und ich so, was? Also, dort hast du gesagt, egal ob 30 oder 300 Leute kommen, solange ich nicht mehr auf einer Bühne stehe und Menschen unterhalten, bin ich happy, oder? Ja. Und dann merkst du wieder, shit, von dem. Das hat auch gut triggert. Mega. Richtig gesagt. Ja. Weil du genau das gesehen. Ich so, wieso bist du denn jetzt unhappy, dass du in Baden wieder vor gleich viel Leuten spielst wie das letzte Mal in Baden? Ja. Weißt du? Als konkretes Beispiel. Das ist das, was mich dort irgendwie in den Strudel gerissen hat. Und das andere ist ein Kollege von mir, wo dort mein Manager gesehen ist, wo gesagt hat, also das erste Mal, du kannst davon leben. Aber du weißt so, back to basics, oder? Ja, das ist das berühmte Reframing, wie man es gerne nennt und so. Und das ist auch eben die Selbstliebe. Es ist eben auch zu sagen, hey, schau mal, wo du schon bist. Und wenn ich dann irgendwann mal ein Buch gelesen habe, wo es eben um so Zeugs geht, ist es mega oft, ist einfach mal, schreib mal 5 Sachen auf, wo du bis jetzt in deinem Leben gemacht hast, wo du irgendwie stolz drauf bist, oder? Und es geht nicht darum, dass man in der Vergangenheit lebt und irgendwie die verherrlicht oder was weiß ich, sondern einfach mehr, eben das alles vom Innersten bis raus hat dazu angeführt, dass ich jetzt da bin. Und das ist ja mega geil.
Ja, absolut. Und das vergisst man so gern, weil man eben mit dem Tag an sich beschäftigt ist und mit sich selber irgendwie, jetzt bin ich ja gar nicht, jetzt bin ich ja gar nicht dort, wo ich will sein. Aber eben, was heisst das schon? Du bist dort, wo du mal hast wollen sein. Du bist sogar oft weiter, als wo du mal hast wollen sein. Ja. Es ist für mich immer so schwierig auch zu akzeptieren, dass du eine Zeit lang das gut drauf hast und dann eine Zeit lang wieder nicht. Ich habe mal angefangen, vor einem halben Jahr etwa, so eine Morgenroutine machen. Mhm. Und dann habe ich mir Sachen aufgeschrieben gehabt. Ich wollte jeden Morgen das Bett machen, Vorhänge aufziehen, Pflanzen gießen und dann vor den Spiegel stehen und mir 3 Komplimente machen. Mhm. Und die ersten 4 Sachen haben perfekt geklappt. Mhm. Ich habe es jeden Morgen gemacht und es hat mir Freude gemacht, so, wieder aufs Bett gemacht, geil. Und die Pflanzen sind am Blühen gewesen, endlich, und sind nicht immer gestorben nach einer Woche. Und es hat wirklich Freude gemacht. Und so irgendwie nach einer Woche bin ich vor dem Spiegel gestanden und habe jetzt wieder 3 Komplimente geben. Mhm. Und ich habe mich einfach so angeschaut und gedacht so, also ich kann jetzt schon wieder sagen, gut hast du deine Routine durchgezogen, oder hey, heute siehst du gut aus, ich weiß auch nicht, irgendwelche 3 Sachen. Aber ich habe es nicht mehr so ernst gemeint. Ich habe es dann einfach gemacht, weil es auf dieser Liste war. Ich habe mich angeschaut und gedacht so, ja, du siehst gut aus. Heute bist du früh aufgestanden beim ersten Wecker und gestern hast du gut gekocht am Abend. Und da bin ich weggelaufen und irgendwann so gemerkt, so, das bringt mir gar nichts. Weißt du, das macht mich eher noch ein bisschen kaputter, wenn ich es nicht ernst nehme. Eigentlich und schon noch schlimmer, Und da habe ich wieder aufgehört mit dem und bin mega lang verdammt traurig gewesen. Also nicht traurig, aber es hat mich so fertig gemacht, dass ich das nicht mehr mache. Und wo ich aber irgendwann wieder mich selber angeschaut habe und mir ehrlich etwas eingefallen ist, habe ich dann extrem Freude gehabt. Mhm. Wo ich dann ehrlich konnte sagen, hey, endlich hast du ich weiß, dort hast du gesehen, ich habe noch eine Wohnung mieten in London und ich habe so lange rausgeschoben und dann habe ich mal wirklich Zeit genommen. Und dann bin ich angeschaut und gesagt, geile Sicht, jetzt hast du es gemacht. Mhm. Egal wie lange du hast, jetzt hast du es gemacht und du hast durchgezogen, jetzt hast du eine geile Wohnung zentral in London und du hast Freude dran. Und es hat extrem Freude gemacht. Und dann habe ich mir wie gesagt, so, es braucht es nicht, dass ich jeden Morgen mir 3 Sachen an den Kopf rühre, einfach damit ich es gemacht habe. Mhm. Aber dann, wenn ich etwas weiss und mir sagen will, dann muss ich es machen. Dann darf ich nicht einfach sagen, ja, ist ja selbstverständlich, ich muss die Wohnung buchen, weißt du? Ja. Sondern dann muss ich wieder anstehen und sagen, hey, gut gemacht, geil ist ich. Für andere, die so organisationell mega gut sind und so, wäre so ein Klacks, weißt du, so, ich schaue es an, buchen, Flüge buchen, dies und das. Aber für mich ist das halt schwierig. Ich bin halt nicht so einer, der ein Jahr im Voraus alles organisiert. Yeah. Und wenn ich es dann gemacht habe und mich sehr stolz fühle, dann darf ich das mir auch sagen, weißt du? Absolut. Und egal, egal wie relativiert oder wie es für andere ist. Ja, weil für dich ist es etwas nicht so Einfaches. Ja. Weil eben, du prokrastinierst und ich kenne das bei mir auch, wenn du Sachen prokrastinierst, es ist dann auch wirklich ein Erfolgserlebnis, wenn du es trotzdem gemacht hast. Ja. Und das soll man aber auch können schätzen. Genau, sozusagen. Und dann muss man es nicht als selbstverständlich sehen, weil sonst hat man es ja selbstverständlich schon lange gemacht. Genau. Und du wirst mindestens 3 Stimmen haben, die sagen so, ja endlich, hast du ja Zeit geworden. Die wirst du eh haben. Dann musst du nicht auch eine von diesen Stimmen sein, weil dann müsstest du eher so den Gegenpol sitzen und sagen, geiles Sieg. Und jetzt läuten wir mal all diesen Leuten an, die dir sagen, endlich. Nimm es ein bisschen so anders auf. Ja, es ist ein mega langer Weg, um all das Zeug, weißt du, was ich jetzt irgendwie so im Kopf habe oder was auch du im Kopf hast. Eben, so wie ich es rausgespürt habe, ich habe es seit letzten Monaten jetzt irgendwie so ein bisschen für mich eingeschaltet und du machst es schon ein bisschen länger und so. Aber auch du bist schon wie auf einem Weg. 100%. Und ich würde auch noch ewig auf dem Weg sein, aber endlich mal so den Schritt gemacht zu haben, ist schon etwas verdammt Grosses und es füllt einem so mit neuer Energie. Und auch wenn es jetzt, ich sag mal, Leute, die das jetzt versuchen und dann klappt so, irgendwie, keine Ahnung, man macht den ersten Schritt und fühlt sich sehr gut, was ich bei mir jetzt auch irgendwie so könnte sein. Wenn ich mich nur schon für 2 Monate so voller Energie fühle und dann nochmal den ersten Schritt muss machen, es hat sich komplett gelohnt. Absolut. Also. Absolut. Und was ich für mich zum Beispiel auch gemerkt habe,
Eben, man kann nicht immer die Energie haben. Und man muss dann auch wieder können akzeptieren, dass sie nicht immer da ist. Ja. Weil sonst von den Dötterstrudeln an, nämlich eben, ah, du Trottel, ja, ja. Jetzt hast du mal 2 Monate Energie gehabt und hast irgendwie Motivation gehabt und jetzt bist du wieder da, ja, ja. Bist so ein Idiot, bla bla bla, oder? Dass dann dort auch sagen, hey, nimm das als das an und weißt du was, vielleicht fährst du gerade noch ein bisschen mehr runter. Ja. Letztes Jahr habe ich das irgendwann müssen machen und ich fand, okay, aber weißt du was, dann machen wir jetzt gerade wirklich einfach Pause, tönt so blöd, aber Autoresponder ins E-Mail, ja. Und einfach, und es braucht dann ein paar Tage, weil du bist dann eben konstant immer noch Mails checken, ja. Obwohl ein Autoresponder drin ist und alles so Zeugs, und irgendwann merkst du dann so, ah, okay, das hilft, das tut jetzt wirklich gut, ich konnte akzeptieren, dass es gerade so ist, und was ist passiert, ich habe im Herbst habe ich dann neue Energie gehabt, wo ich sie gebraucht habe und habe sie für das können nutzen und habe mega Freude gehabt, ja. Ab dem. Weil es kann nicht immer auf 110% sein, weil sonst passieren andere Sachen, die du nicht willst. So. Ja. Ja, und auch, ich habe viel, oder ja, enge Leute, sage ich mal, die um mich herum sind, die manchmal Schwierigkeiten haben, wo, ich sage mal, ein konkretes Beispiel, wo alles rundum wie gestummen hat und eigentlich, wie würdest du denken, so von außen, du musst doch jetzt der glücklichste Mensch auf der Welt sein. Yeah. Aber man ist es nicht. Und dann macht man sich wie so noch mehr fertig. So, warum schafft man es nicht jetzt glücklich zu sein, wenn alles rundum steht? Ja, ja, ja. Dort habe ich dann wie auch so halt intuitiv wie dann an mich gesagt, so, hey, du bist ein Mensch, weißt du? What the fuck? Also, du darfst doch mal traurig sein. Ist doch scheißegal, wenn irgendwie von außen denkt wird, du musst glücklich sein. Also, du bist jetzt einfach halt traurig. Geh da heulen. Fertig. Ja. Yeah. Oder heul da bei mir, weißt du? Ich ermahne dich. Alles ist gut. Heul dich aus. Ja. Yeah. So viel wie du willst. Das ist ganz okay. Weil es wird auch die Zeit kommen, wo du Freude hast und dann das vergessen hast. Aber solange es da ist, jetzt ist die Zeit zum traurig sein. Nachher bringt es nichts, wenn du glücklich bist, versuchen wollen, traurig zu sein. Weil jetzt bist du traurig, jetzt lass es raus. Und dass man das irgendwie einfach wieder so die Akzeptanz, so, du bist ein Mensch, du bist mal da, mal da, mal da, mal da, dass du das einfach kannst akzeptieren und dich als Mensch sehen und nicht irgendwie als jemand, wo keine Ahnung, in einer Maschine erstellt worden ist und du kannst einstellen, jetzt das, jetzt das, jetzt das. Das finde ich schon mega wichtig, um das auch immer wieder zu hören. Ja. Yeah. Weil der Druck kommt immer von außen. Absolut. Und darum habe ich vorher sehr spannend gefunden, dass du zum Beispiel den Janis Ante de Kumpo erwähnt hast. Weil Leute können zum Teil bei mir nicht verstehen, warum ich Sport so geil finde. Aber ich mache zum Beispiel nicht wirklich viel Sport selber. So. Ja. Aber genau das von außen hören, kriege ich selber so viel Motivation und Energie, wenn ich Spitzensportler in ihrem Feld zulasse, wie sie ihren Prozess machen und eben wie alles im Leben du nicht nur Erfolg nach Erfolg kannst haben, aber das andere nicht ein Scheitern ist. Ja. Oder? Ich habe Scheitern von Ewigkeit irgendwie einfach ausradiert bei mir. Es gibt einen MMA-Coach, John Kavanagh heißt der, der hat Conor McGregor trainiert und so. Und der hat zum Beispiel gesagt, you win or you learn. Und es ist super, super banal. Es ist wirklich mega banal. Aber wenn das kannst, das sind alles so wie Sprüche, die du Flippli in Malle druckst, aber es ist alles so extrem richtig. Aber wenn das kannst einfach wirklich implementieren und annehmen, oder? Eben darum mache ich immer noch Stand-up und darum ist genau das, was ich dir am Anfang erzählt habe. Es geht gar nicht mehr wirklich um das Gefühl von oh, sondern einfach, ich kann immer Informationen wieder rausholen. Auch wenn ich einen nicht guten Auftritt hatte, aus welchen Gründen auch immer, habe ich wieder Infos dazu geholt. Ja. Immer mehr. Und das bildet immer wie mehr das Gesamtkonstrukt von, ich habe mittlerweile sehr selten einen schlechten Auftritt, wo irgendwie alles scheiße läuft. Zumindest nach außen. Innen kann ich sagen, so, oder? Aber nach außen ist ein schlechter Auftritt und ein guter Auftritt fast gleich. Ja. Ja. Und das ist, weil ich alle die Informationen mittlerweile schon habe. Und aber auch dort merke ich, sehe mich immer noch als Schüler. Ich habe eben nicht das Gefühl, ich bin Experte, ich habe nicht das Gefühl, ich habe einen Abschluss oder was weiß ich. Sondern ich bin völlig am Anfang von diesem Prozess. Ja. Ich habe jetzt schon 10 Jahre
im Rucksack. Aber ich bin trotzdem am Anfang. Und das Mindset bringt dich eben dann auch weiter. Weil hoffentlich. Wenn du das Mindset nicht hättest, dann hast du so das Gefühl, oh, ich bin auf dem Zenit angekommen und muss es so bleiben. Weißt? Und dann geht es automatisch nach unten anstatt nach oben. Aber das ist super geil, dass du so viel schon für dich gemacht hast. Das finde ich extrem spannend, weil das sieht man von außen auch nicht. Weißt? Wenn ich jetzt nicht darüber geredet hätte da mit dir, dann hättest du das gar nicht gewusst von mir, dass ich mich mit mir selber befasse. Und das finde ich so extrem spannend, weil jeder Mensch hat irgendetwas, weißt du, so irgendwo eben im Rucksack oder im Kopf hinein, irgendwo drin. Und man weiß gar nicht, was dort alles abläuft. Und sobald du dich anfängst damit befassen, wirst du gerade anders. Und das finde ich wahnsinnig geil. Und das, eben, dort kommt dann auch wieder das Problem von das Äußere vergleichen mit dem Inneren. Ja. Oder? Und man kann das wie angleichen, wenn man eben darüber redet und merkt, man ist nicht allein. Für das schätze ich es so fest, dass wir jetzt zum Beispiel den Podcast gemacht haben. Absolut. Oder? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe immer gedacht, das ist so ein bisschen. Und ich habe gedacht, so, nein, ich würde das jetzt irgendwie aufbringen, vielleicht kann ich mit ihm darüber reden. Yeah. Und das war mega schön gewesen. Also, ich habe natürlich auch viel von dir jetzt irgendwie mitgenommen. Same. Und also ich schätze es wirklich sehr. Es tönt dann immer so ein bisschen abdroschen, aber. Nach wie vor habe ich das Gefühl, ich mache aus egoistischen Gründen einen Podcast, weil ich nehme jetzt so viel wieder mit nach dem Gespräch mit dir und weiß einfach, ich habe dich schon immer mögen und wir haben ehrlich vielleicht 5 Minuten am Stück geredet bis jetzt. Das stimmt, ja. Und trotzdem habe ich irgendwie so ein bisschen ein Gespür gehabt von dir und habe gewusst, ich mag dich und das ist ein Gespür, das kann man nicht kontrollieren, sondern das kommt irgendwie einfach so. Das kommt von irgendjemandem. So. Aber es klingt so blöd. Wenn ich den Podcast nicht würde machen, hätte mir wahrscheinlich nie das Gespräch gehabt. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich schade. Das ist der Egoismus in mir drin, wo ich so finde, darum will ich so etwas machen. Ja. Oder? Ja. Nein, aber nach dem Podcast sind wir sicher irgendwann auch privat mal auf ein Weili oder so. Auf jeden Fall. Haben sie gesagt und dann haben sie nie mehr miteinander geredet. Nein. Hey, wir haben fast 2 Stunden gemacht. Oh shit. Ja. Es ist schnell gegangen. Wo siehst du das? Dort unter dem Rack. Ah, was? 2 Stunden. Yeah! Krass. Das war ein echter Trip gewesen. Vielen herzlichen Dank. Danke vielmals für die Einladung, hat mich mega gefreut. Ich warte schon lange auf die Einladung. Dort bin ich eben auch am Aufrollen. Dort bin ich auch am Aufrollen, weil ich gemerkt habe, ich habe ein paar Leute gesagt, komm mal in den Pod, oder? Und dann habe ich gemerkt, aber ich muss es ja irgendwann machen. Also ich kann nicht erwarten. Und du hast zu Recht, hast du mir dann angesprochen, gesagt, hast du nicht mal gesagt, so, doch, machen wir noch. Und eben, vielleicht hat es auch erst jetzt müssen sein. Absolut der perfekte Moment gewesen. Yeah. Ja, wo du mir geschrieben hast, und ich so, feel good, oh shit. Und darum, danke für deine Ehrlichkeit und für das wirklich schöne Gespräch. Sehr gerne. Ja, und danke Sandro, danke David. Hat den Namen richtig gesagt, mein neues Team da. Es wird immer neuer. Schau da, jetzt hast du noch den Coach Kavanagh. Hast du noch schnell drin, zeig dir noch schnell. Ja, da, sein Buch heisst sogar so, siehst du? Ja, darum, ich ziehe viel aus Sport. Ja, nein, Sport ist sowieso... Also, was du dort für ein Mindset brauchst, das brauchst du genau auch bei der Unterhaltung sonst irgendwo auf der Bühne. Sicher, es ist eine Art sportliche Aktivität und es ist auch... Ja, ich weiß nicht, ob du den Sixpack schon hast, aber... Nein, aber ich merke schon, wie der Körper langsam sich wieder muss anpassen. Also. Steck's jetzt mal. Gut, ein bisschen. Alright, hey, alles Liebe. Danke. Wir werden auf jeden Fall mal Catch-up machen. Ja. Ich habe übrigens auch gemerkt, ich habe dich erst 2-mal auf der Bühne gesehen. Ja, immerhin. Ich muss nochmal kommen. Ja, sehr gern, anytime. Mhm. Ja, neues Programm im Herbst. Fix. Vielen Dank, macht's gut und bis bald. Peace. Bis dann, ciao.